des politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Udo Hahn. Ich leite diese Denkwerkstatt am Starnberger See und stehe in einem unserer Tagungsräume, in dem üblicherweise von Freitagabend bis Sonntagmittag sich Menschen versammeln, um Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, Theologie, Philosophie, Medizin und Bioethik und vielen anderen Bereichen zu diskutieren. Mit unseren Tagungen wollen wir einen Beitrag leisten, dass Sie mitreden können und dass Sie sich vor allem ein eigenes Urteil bilden können. Corona-bedingt kann derzeit keine Präsenztagung über ein ganzes Wochenende stattfinden. Deshalb ist der politische Club jetzt online, eine Premiere. Eine der Besonderheiten dieses Veranstaltungsformats: es gibt einen verantwortlichen Leiter, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Derzeit ist dies Bundestagspräsident AD Dr. Wolfgang Thierse. Schön, dass Sie hier sind, lieber Herr Thierse, dass wir Sie über Bildschirm sehen. Hallo. Aus den Tagungen unseres Hauses, speziell aus den Veranstaltungen des politischen Clubs, sind viele Impulse schon entstanden und haben an anderen Stellen weitergewirkt. Der wohl prominenteste Impuls verbindet sich mit dem SPD-Politiker Egon Bahr. Er hat in einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing im Jahr 1963 das Motto der Ostpolitik Willy Brandts, Wandel durch Annäherung, hier erfunden. Damals kamen hier an diesem Ort am Starnberger See zusammen Willy Brandt und Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß und Erich Mende, US-amerikanische Senatoren, Journalisten und Menschen wie Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und ich. Das Thema, das damals im Mittelpunkt stand, lautete, wie sich denn das Verhältnis Deutschlands zu den osteuropäischen Nachbarn entwickeln könnte. Und ganz am Ende in einer Zusammenfassung Egon Bahrs stand plötzlich dieses Motto Wandel durch Annäherung. Ein Gedanke, der ein Stück europäischer Geschichte geprägt hat. Für viele ist er rückblickend zu einer Referenz geworden. Unser Thema heute, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, knüpft daran an. Polen, Opfer, Nachbar, schwieriger Freund. Ich darf Ihnen unsere beiden Gesprächspartner vorstellen. Zunächst Professor Dr. Krzysztof Bruchniewicz. Er ist polnischer Historiker, Deutschlandforscher. Er lehrt an der Universität Wrocław. Er ist Gründungsdirektor und Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte des dortigen Willy Brandt Zentrums für Deutschland- und Europastudien. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Rubiewicz. Guten Tag. Ich darf für ausgegebenem Anlass einige Schwerpunktthemen seiner Arbeit nennen. Die Geschichte Deutschlands und der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, die Geschichte der europäischen Integration, Fragen der Geschichtskultur und Politik und die Geschichte der Polen in Deutschland. Professor Dr. Dieter Bingen ist Politikwissenschaftler und Zeithistoriker. Bis Ende letzten Jahres war er Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Er lehrt in Zittau-Görlitz an der dortigen Hochschule als Honorarprofessor und sein Thema dort lautet kultureller Wandel und gesellschaftliche Transformationsprozesse in Europa. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, lieber Herr Professor Bingen. Ja, guten Tag und willkommen. Ich darf auch einige Schwerpunktthemen Ihrer Arbeit kurz hier vortragen. Polnische Zeitgeschichte und Politik, deutsch-polnische Beziehungen seit 1945, Religion und Kirche in Polen nach 1945, polnische Außen- und Sicherheitspolitik, politische Systeme und Systemtransformation in Ost-, Mittel- und Südosteuropa. Lassen Sie mich zum weiteren Verlauf noch Folgendes sagen. Zunächst wird Dr. Thierse mit den beiden Gesprächspartnern einige Runden sozusagen auf dem Podium diskutieren. Zu unserer Tagungsarbeit gehört es, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
sich natürlich in die Debatte auch einschalten können. Dazu nutzen Sie bitte heute im Rahmen dieser Veranstaltung die Chat-Funktion. Schreiben Sie gerne Ihre Fragen und Kommentare. Ich werde im zweiten Teil des Gesprächs als Ihr Anwalt diese Themen und Fragen in das Gespräch einbringen. Jetzt wünsche ich uns eine anregende Online-Tagung und übergebe das Wort an Sie, lieber Herr Thierse. Herzlichen Dank, Herr Hahn. Ich begrüße Sie alle herzlich und natürlich besonders Sie, lieber Herr Bing und lieber Herr Ruchniewicz. Schade, dass wir uns nicht in Tutzing treffen. Das ist ein wirklich wunderschöner Ort am Starnberger See mit dem Blick auf die Zugspitze. Es wäre jetzt angesichts des frühen Sommers ein wunderbarer Begegnungsort. Nun sitzen Sie in Köln, Herr Bing, und Sie in Breslau. Und jetzt müssen wir uns also auf diesem technischen Weg miteinander verständigen. Ich hoffe, das wird gut gehen. Und das Thema ist spannend genug. Deutsche und Polen. Polen und Deutsche, wir haben eine lange gemeinsame, auch belastete Geschichte. Wir sind füreinander wichtige, enge, aber gelegentlich und immer mal wieder sehr schwierige Nachbarn. Deutschland war beteiligt an drei Teilungen Polens. Polen war das erste Opfer des faschistischen Eroberungskrieges und hatte besonders unter der Nazi-Herrschaft zu leiden mit vielen Millionen Toten und entsetzlichen Zerstörungen. Nach dem Kriege, am Ende des Krieges, haben beide Völker Vertreibungen erlebt, Deutsche wie Polen, haben ihre Heimat verloren und mussten eine neue Heimat finden. Also ein über drei Jahrhunderte belastetes Verhältnis, aber vielleicht können wir auch daran erinnern, welche glücklichen Phasen es in unserer Geschichte gegeben hat. Soweit ich das wahrnehme, ist diese Geschichte, diese gemeinsame Geschichte im Gedächtnis der Polen viel mehr lebendig als im Gedächtnis der Deutschen. Auch darüber müssen wir reden. Und selbst in den Zeiten der Spannung, der deutschen und europäischen Spaltung, war natürlich auch das deutsch-polnische Verhältnis nicht spannungsfrei. Nun, 75 Jahre nach Ende des Krieges und 30 Jahre nach der deutschen Einheit und der endgültigen Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, ist die Frage ja aktuell und wichtig, was gegenwärtig zu tun ist, damit das Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern und Völkern versöhnlicher wird und bleibt und auch gerade europäisch produktiver wird. Die Arbeit an Gemeinsamkeiten tut Not. Also wir haben zu diskutieren über die komplizierten und komplexen Beziehungen zwischen Deutschen und Polen, über das gegenwärtige politische, ökonomische, zivilgesellschaftliche, kulturelle Verhältnisse zwischen uns, über die Veränderungen in Polen selbst, über das, was in Deutschland passiert, was eint, was trennt uns noch oder gar wieder, was ist zu hoffen, was ist zu befürchten. Also viel Stoff für das Gespräch und ich freue mich, dass ich mit Ihnen, Herrn Ruchniewicz und Herr Bing, zwei exzellente Experten zu dieser Thematik als Gesprächspartner haben. Wir haben es so vereinbart, dass Sie beide zunächst einmal zur Eröffnung der Diskussion kürzere, vielleicht fünfminütige, sechsminütige Eingangsstatements geben und dass wir dann in eine lebendige Diskussion kamen mit Frage und Antwort, Widerspruch und Zustimmung, je nachdem, was uns einfällt. Vielleicht dem Senioritätsprinzip folgend beginnen wir mit Herrn Bingen. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Bingen. Ja, danke schön, Herr Thierse. Liebe Teilnehmende, die ich ja leider jetzt auch nicht sehen kann, aber wir machen das Beste aus unserer Verbindung über das Web. Ja, ich möchte anfangen mit der Überschrift Polen, Opfer, Nachbar, schwieriger Freund und eigentlich die Reihenfolge ändern wollen und den Aspekt, den Ausgangspunkt meiner Überlegungen mit der Nachbarschaft anfangen. Deutsche und Polen sind Nachbarn seit 1000 Jahren. Das Problem ist nicht die Nachbarschaft
sondern wie Nachbarschaft zweier europäischer Reiche des Mittelalters und der Neuzeit nach Jahrhunderten des Friedens und des Austauschs seit dem 18. Jahrhundert dann in einen Niedergang und zu Schanden gebracht worden sind. Abgesehen davon, dass diese Nachbarschaft seit 1000 Jahren eine unbekannte Nachbarschaft ist, wenn wir von der Heutzeite ausgehen, eine für sehr viel mehr Deutsche als für Polen unbekannte Nachbarschaft. Das heißt, eine in der Wahrnehmung der jetzigen Generationen eine wieder zu entdeckende. Und das sagt viel aus über etwas, was man in der immer wieder eine Asymmetrie der Wahrnehmung dieser Nachbarschaft nennen. Eine Asymmetrie, die in bestimmten Ausprägungen in den letzten Jahrhunderten zu tragischen, furchtbaren Ereignissen geführt hat und eine Asymmetrie eben zu Ungunsten Polens. Und wenn man das jetzt alles etwas grob darstellt, gröber darstellt für eine Eingangsthese, eben eine Asymmetrie, die zu einer Vernachlässigung, schließlich auch zur Verweigerung, bis zu einer Verweigerung der Existenz Polens geführt hat. Und das ist eigentlich dieses Unvorstellbare und bis heute kaum nachvollziehende, dass eben diese 1000 Jahre, die ersten 700 Jahre dieser Nachbarschaft, die so normal unter europäischen Bedingungen war, dann in diese Katastrophe geführt hat. Ein in der europäischen Geschichte etwas Unvorstellbares, das dazu geführt hat, dass jetzt der Begriff des Opfers eine Rolle spielt. Opfer Polen als Opfer preußischer und preußisch-deutscher Politik in den letzten 200 Jahren bis 1945, die schließlich bis zu einem Vernichtungswillen geführt hat in der NS-Herrschaft gegenüber Polen. Und das ist etwas ganz exzeptionell Außergewöhnliches und für sich alleine Dastehendes, abgesehen von der versuchten, dem Willen, die Juden Europas, die Juden der Welt, eben das physische Recht des Lebens zu nehmen. Abgesehen davon sind es die polnischen Juden natürlich gewesen und Polen, nicht die slawischen Völker in allgemeinen, sondern die einzelnen und als erstes dann Polen gewesen, das 1939 das erste Opfer des Zweiten Weltkriegs gewesen ist und eben ein Opfer, das am längsten unter deutscher Besatzungsherrschaft in Europa gelitten hat. Es zeigt, was Nachbarn antun können, wenn wir von dem Begriff der Nachbarschaft wieder ausgehen. Nachbarschaft eigentlich als etwas dazu führen sollte, dass man sich besser kennt, hat aber dazu geführt, dass dann aufgrund dieser Wahrnehmung und Machtpolitik in Europa und schließlich dann auch Vernichtungspolitik diese Nachbarschaft zu Schanden wurde und eigentlich dann in Polen sowohl die europäische Zivilisation und vor allem auch die Wurzel eben, was die Werte, das Wertesystem anbetraf, dann eigentlich das Christentum, dann quasi die Werte des Christentums da in Frage gestellt worden sind, grundsätzlich in Frage gestellt worden sind, also die Vernichtung der Zivilisation. Den Begriff jüdisch-christlich möchte ich jetzt in seiner ganzen Problematik und dem Versuch, etwas teilweise zusammenzubringen, was nur in Aspekten wirklich stimmt, ist ein guter Wille dahinter, aber die Realitäten sahen oft ganz anders aus. Dies alles verloren gegangen. Dann zum dritten Punkt, schwieriger Freund. Man kann unterschreiben, schwierig, man kann aber auch unterschreiben, Freund. Und da sind wir dann eigentlich und haben wir einen Aspekt zu betrachten, den wir als sogenanntes Wunder der Versöhnung in den letzten Jahrzehnten bezeichnen kann, angesichts dessen, was im 20. Jahrhundert in den bilateralen Beziehungen geschehen ist, 1945 völlig unvorstellbar,
unvorstellbar für Polen und unvorstellbar für Deutsche, dass man zu Beginn dieses Jahrtausends dann davon sprechen kann, dass Deutsche und Polen dann in einer neuen europäischen Ordnung nicht nur Nachbarn sind, sondern sich als Partner auch verstehen und neue Grundlagen schaffen wollten. Hier gab es ein riesiges Engagement auf deutscher und polnischer Seite, unterschiedlich gewichtet, aber präsent und Voraussetzung für das, was man Freundschaft versteht, unter Freundschaft versteht. Sie bleibt schwierig, die Freundschaft, weil auch der Begriff der Normalität, der Normalisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre geprägt worden. Es ist nie eine Normalität gewesen. Sie konnte erst versucht werden nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft und der Befreiung und der Freiheit und Demokratie in ganz Deutschland. Da waren wurden die Grundlagen gelegt für eine wirkliche Normalisierung, wobei niemand, weder die Deutschen noch die Polen, definieren konnten, was Normalität ist. Normalität in den Beziehungen bis zum Zweiten Weltkrieg war in den letzten 200 Jahren eben diese Feindschaft, dieses Unverständnis, die Angst vor den Deutschen. Und Normalität ist etwas, was Deutsche und Polen lernen müssen, in Zeiten eben in einer Asymmetrie. Die Asymmetrie gab es, wie gesagt, in den Jahrhunderten der Unterdrückung Polens durch Deutsche, durch Preußen, durch Herrschaft über Polen. Es gibt eine Asymmetrie natürlich auch weiterhin. Und Asymmetrie muss gelebt werden können. Das heißt, alle Verhältnisse zwischen Menschen, die meisten Verhältnisse zwischen Menschen und Nachbarn sind asymmetrische. Alle sind unterschiedlich groß. Und die Kunst ist es, eben in dieser Ungleichheit gleichen Respekt, gleiche Achtung und einen Dialog in Augenhöhe zu leben. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, die wir haben und über die wir sicher auch sprechen werden, die in den letzten Jahren nicht weniger geworden sind, zugleich aber auch zeigen, dass ungeachtet dieser Schwierigkeiten und immer wieder neu kommenden Fragen dann ein Plafond geschaffen worden ist, mit dem man auch diese Herausforderungen und die Schwierigkeiten der Freundschaft dann angehen kann. Und darüber wird zu reden sein. Dann der letzte Satz dann noch, bei alledem etwas mehr Gelassenheit von beiden Seiten dann auch scheinen lassen, immer wieder auf die anderen, unsere Nachbarn zu schauen und immer wieder auch zu sagen, dass die Verhältnisse mit anderen Nachbarn auch nicht unbedingt so kinderleicht sind. Herzlichen Dank, Herr Bing. Und jetzt Herr Ruchniewicz. Ja, zunächst vielen herzlichen Dank. Ich kannte die Reihenfolge nicht. Ich habe aber geahnt, dass mein Kollege zu den in der Überschrift genannten Begriffen Stellung nimmt. Und dem habe ich nichts hinzufügen. Deswegen habe ich einen anderen Ansatz gewählt. Und ich hoffe, Sie sind auch mit diesem Ansatz einverstanden. Und ich bin und hoffe auch, dass um einige... Ja. Ich bin der Einladung sehr gerne gefolgt. Noch vor wenigen Monaten, als die Idee zu diesem Gespräch und anschließender Tagung kam, wusste keiner von uns, dass wir innerhalb von wenigen Tagen unser ganzes Leben neu ordnen und definieren müssen. In ganz Europa hatte ein Staat nach dem anderen alle Lebensbereiche wegen der Gefahr der Covid-19-Epidemie zurückgefahren. Staatliche Einrichtungen, Fabriken, Büros, Geschäfte wurden geschlossen. Auf einmal mussten wir erkennen, wie zerbrechlich unser Leben sein kann. Zum Symbol dieser Zeit wurden geschlossene Grenzen und Mundschutzmasken. Leere Straßen prägten seitdem unser Alltag. Viele europäische Fragen, zu denen die deutsch-polnischen Beziehungen gehören, wurden auf einmal irrelevant und zweitrangig. Diese Tatsache möchte ich anstelle festhalten.
Vor diesem Hintergrund erscheint die vor wenigen Monaten geführten emotionsgeladenen Debatten sehr unzeitgemäß. Sie zeigen, wie fragmentiert unser Leben auf einmal wurde, wie wenig wir in den großen Dimensionen denken bzw. denken sollten. Die Pandemie war für uns eine aufgezwungene Denk- und Handlungspause. Wie hatten wir die Zeit genutzt? Wurde dadurch unsere Einstellung zu Europa, zu der Europäischen Union beeinflusst? In den nächsten Tagen übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft, die sich in der aktuellen Krisensituation interessant gestalten wird. Auf der To-Do-Liste stehen wichtige Vorhaben, die zum Ziel haben, die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen zu bekämpfen und entsprechende Weichen dafür zu stellen. Bei mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2021-2027 muss ein Kompromiss gefunden werden. In der Klima- und Digitalisierungspolitik werden neue Anstöße gebraucht. Wie sich Polen zu diesem großen Europa-Team positioniert und wie sich diese Position auf die deutsch-polnische Problematik auswirkt, steht noch aus. Die Pandemie hatte zudem andere Folgen. Viele für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen oder Diskussionsforen mussten abgesagt werden, was ebenso den deutsch-polnischen Bereich betraf. Geplant waren unter anderem Gedenkveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und seiner Folgen, sowie zu den wichtigsten Meilensteinen der deutsch-polnischen Beziehungen wie der 50. Jahrestag des Kniefalls von Willy Brandt in Warschau im Dezember 1970 und der 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Grenzvertrages zwischen Polen und dem Vereinigten Deutschland im November 1990. Alle stehen jetzt aufgrund der möglichen Fortsetzung der Pandemie in der zweiten Hälfte des Jahres unter einem großen Fragezeichen. Diese großen Themen aus der Geschichte, also das Ende des Krieges, die neue Grenzziehung, die für viele Polen und Deutsche sehr schmerzhaft war, dazu die moralische Geste Brandts und schließlich die symbolische, der symbolische Schlussstrich durch die endgültige Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze an Oder und Neiße, nenne ich hier nur stellvertretend. Ganz bewusst habe ich die Problematik der Reparationsforderungen an Deutschland oder des sogenannten Polendenkmals im Zentrum von Berlin ausgeklammert bzw. für den weiteren Verlauf unserer Diskussion offen gelassen. Wir kommen darauf zurück, gewiss. Und ich komme zum Schluss. Eines steht für mich fest. Also so komme ich auf meine Eingangsthese noch einmal zurück. Die Pandemie hat unser Denken und Handeln definitiv verändert. Die Geschichte, die in den deutsch-polnischen Beziehungen immer eine große Rolle spielte, sollte unser Blick auf die Zukunft nicht verbauen. Es stehen heute vor uns, den Polen und den Deutschen, ganz andere Herausforderungen. Die gemeinsamen Ziele zu nennen und sich für deren Umsetzung gemeinsam einzusetzen, ist heute wichtiger denn je. Auch von Polen und Deutschland hängt die Zukunft des Europaprojektes ab. Vielleicht soweit. Und Sie sehen schon, ich habe einen ganz anderen Ansatz gewählt und ich hoffe, man sollte auch diesen Blick über Geschichte hinaus etwas öffnen und vor allem jetzt über die Zukunft nachzudenken. Der Polen und der Deutschen in Europa. Danke. Sehr herzlichen Dank, Herr Ruchniewicz. Vielleicht können wir bei dem Stichwort und bei dem Einstieg, den Sie gewählt haben, auch bleiben. Corona-Epidemie. Können Sie uns kurz schildern, wie die Lage in Polen ist, was in Deutschland los ist, wissen Herr Bing und ich und unsere Zuhörer und Zuschauer gewiss, aber war in Polen diese Epidemie auch ein solcher Einschnitt und wie hat die Regierung und wie hat die Zivilgesellschaft es geschafft, damit vernünftig umzugehen? Ja, es ist eine sehr komplexe Frage, die Sie mir gerade gestellt haben. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt ein bisschen zurückgehen auf das, was mich direkt betroffen hat, beziehungsweise wie ich diese Zeit erlebt habe. Dann kann ich indirekt auf Ihre Frage antworten. Und das mache ich auch ganz kurz. Die Universität, an der ich lehre, ist immer noch geschlossen. Also das heißt, sogar nach mehreren Monaten dürfen wir nicht lehren.
Also das heißt, was wir machen mussten, und das war die erste Reaktion, unsere bisherige Lehre völlig umstellen. Das heißt, wir haben die Lehre seitdem digital organisiert. Das heißt, wir mussten von einem Tag zu dem anderen praktisch unsere Erfahrungen, ja, unsere Kontakte einfach jetzt mehr oder weniger neu definieren, mussten neue Wege finden. Und Sie können sich vorstellen, und ich glaube, in keinem anderen Land ist es ähnlich gegangen. Das heißt, es gab eine Phase, eine Orientierungsphase, also wo wir praktisch nicht so sehr wussten, ob das, was wir tagtäglich in anderen Ländern erlebt haben, wie zum Beispiel in Europa, wie Italien oder auch in China, also diese Szenarien, diese Bilder, ob sie zu uns kommen oder nicht. Und das war in der Tat zunächst für uns auch von Bedeutung, sich irgendwie zu arrangieren. Das heißt, ein bisschen zumindest jetzt vorzubereiten. Auf jeden Fall bedeutet das für uns, dass wir mehr oder weniger jetzt die Uni verlassen mussten, dass wir uns dann in unsere Häuser zurückgezogen haben. Und um das jetzt auf den Punkt zu bringen, Sie kennen ganz gut Ihre Heimatstadt Breslau. So eine leere Stadt habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also eine pulsierende Metropole mit über 6.000 Einwohnern war auf einmal leer. Also das heißt, die bisher pulsierenden Straßen im Zentrum, aber auch am Rande der Stadt, waren auf einmal leer. Also das heißt, also das müssen Sie sich einmal durch den Kopf gehen lassen. Und wenn man das jetzt multipliziert, so auch ganz Polen aus, zumindest in diesen ersten Wochen und auch Monaten. Die Regierung, weil Sie auch danach gefragt haben, es wird immer kritisiert, dass sie dann doch zu spät gegriffen hat, dass denn dann zu wenig auch getan worden ist für die Bevölkerung. Aber ich glaube, da sind wir, da die Pandemie immer noch in Polen da ist. Es ist noch nicht die Zeit, glaube ich, jetzt für irgendwelche, sagen wir so, Zusammenfassungen oder um Revue zu passieren. Dafür ist es noch zu früh. Auf der anderen Seite beobachten wir eine Tendenz, dass man zumindest nach außen sagt, dass in Polen bzw. Polen von der Epidemie nicht so tief getroffen worden ist jetzt wie die anderen. Aber es ist heute immer noch schwierig, weil wir immer wieder von den neuen Zahlen hören, von nicht nur Kranken, aber auch Toten, dass das Thema noch nicht jetzt aus der Tagesordnung weggenommen wurde, sondern dass es immer noch wahrscheinlich uns in den nächsten Wochen und Monaten begleitet. Ich habe mit der Uni begonnen und mit Uni möchte ich auch abschließen. Es steht für uns jetzt fest, dass wir wahrscheinlich unsere Lehrer auch in digitaler Form im nächsten Studienjahr fortsetzen müssen. Das heißt, darauf bereiten wir uns schon vor. Hoffe, dass das vielleicht nicht eintritt, aber, und das wissen wir ganz genau, wir müssen wahrscheinlich, wenn das vielleicht nicht dieses schwarze Szenario eintritt, dass wir auf hybride Formen umsteigen müssen. Das heißt, dass wir zum Beispiel Vorlesungen digitale anbieten müssen. Also kurzum, und jetzt schließe ich, heißt das, dass wir von ganz neuen Herausforderungen auf einmal gestellt worden sind. Und das, was ich hier beobachtet habe, zunächst Unsicherheit, später vielleicht ein Versuch, jetzt irgendwie Herr zu werden. Schließlich, und das finde ich schon ganz wichtig, zu überlegen, wie man nicht nur innerhalb Polens agiert, sondern auch mit den anderen europäischen Staaten, damit man dieses Problem zusammenlösen kann. Vielleicht soweit. Ja, nun ist ja die Pandemie ein gemeinsames Schicksal. Und zu diesem Schicksal gehört auch, dass eine der Reaktionen war, dass gewissermaßen auch es Anfälle des Rückfalls ins Nationalstaatlichkeit gegeben hat. Grenzen wurden geschlossen. Und ich fand es ganz faszinierend, als vor ein paar Tagen die Grenzen zwischen Deutschland und Polen wieder geöffnet wurden. Mit welcher Begeisterung zum Beispiel in Frankfurt-Oder, Słubice, die Menschen wieder zueinander gekommen sind. Und da wurde plötzlich deutlich, wie sehr das Zusammenwachsen bereits fortgeschritten war, dass Menschen darunter gelitten haben und richtig feiern, dass jetzt wieder diese
deutsch-polnische Normalität des gemeinsamen Alltags stattfinden kann. Auch das gehört ja zu diesen Erfahrungen, in diesem Fall zu diesen sogar positiven Erfahrungen der Pandemie. Nun, ich will jetzt, das war nur der aktuelle Einstieg, vielleicht kann ich beginnen, indem ich vom letzten deutsch-polnischen Stimmungsbarometer berichte. Ein paar Zahlen, die ja ein bisschen die Stimmung charakterisieren. 3. Juni, das ist 2 Wochen her, konnte man in der Agenturmeldung, eine Agenturmeldung lesen, Überschrift: Fast jeder dritte Pole denkt bei Deutschland an Krieg. Und dann heißt es da, Warschau DPA, eine wachsende Zahl von Polen verbindet mit Deutschland laut einer Studie vor allem das Thema Krieg. Knapp ein Drittel der polnischen Befragten, nämlich 30%, hatte diese Assoziation, ist das Ergebnis des deutsch-polnischen Barometers 2020. Vor 2 Jahren lag der Anteil der Polen, die vor allem an diesen Abschnitt der deutschen polnischen Geschichte denken, demnach noch bei 25% und wiederum 2 Jahre davor, also 2016, waren es 21%, hat also etwas zugenommen. Auf die Frage, was verbinden Sie mit Deutschland und den Deutschen, nannten die befragten Polen am häufigsten Stichwörter wie Krieg, Kriminelle, Besatzer, Konzentrationslager und Hitler. Übrigens, das Wort Entschädigung fiel dagegen nur ein einziges Mal. Und jetzt höre ich gleich auf, der letzte Satz, der das ein wieder ein bisschen relativiert. Gleichzeitig bewerteten 72% der befragten Polen und 55% der Deutschen die deutsch-polnischen Beziehungen als gut. Das ist zunächst einmal der Befund. Und ich bitte Sie beide, diesen Befund zu bewerten. Einerseits sozusagen, dass ein altes, schmerzliches Thema wieder nach vorne rückt, aber dass trotzdem insgesamt die Bewertung der Beziehungen doch erstaunlich positiv ist. Wer will anfangen? Herr Bing vielleicht und dann Sie, Herr Wojniewicz. Ja, diese Studie hat einen Umfang von 130 Seiten. Das heißt, es gibt ein sehr differenziertes Bild über die gegenseitigen Wahrnehmungen von Deutschen und Polen. Und so muss eine Bilanz, eine Bewertung der Ergebnisse sicher auch differenziert sein, mit der Tendenz auch, ich hatte eben den Begriff der Gelassenheit mal genannt, also die gelassen und verantwortlich und immer auch mit einer Aufforderung versehen zu betrachten. Es ist bemerkenswert, dass die Geschichte wieder einen sehr viel stärkeren Raum einnimmt in Polen. Das hat auch zu tun mit der Geschichtspolitik, den Narrativen, der Medien, den öffentlich-rechtlichen bzw. quasi staatlichen Medien in Polen, die eben nach dem Regierungswechsel in 2015 einer neuen Geschichtspolitik den Weg freigemacht haben, die auch eben weniger auf eine Differenzierung als auch eher in den Kategorien traditioneller Freundschafts- und Feindschaftsverhältnisse zu Nachbarn argumentiert hat und eher auf die schlechten Erfahrungen der Vergangenheit rekurriert hat. Und das ist sicher auch hängen geblieben bei einem nicht unbedeutenden Teil der polnischen Gesellschaft, immer wieder berieselt mit Informationen über die Geschichte und dass die Deutschen eigentlich wirklich verstanden hätten, was sie und die NS-Herrschaft in Polen zwischen 1939 und 1945 angerichtet hat. Und da ist, wenn man die ganze Polemik wegnimmt, auch ein Stück Wahrheit drin. Und dann kommt man dann in dem Zusammenhang dann auch auf die Diskussion oder kann man kommen über ein Polendenkmal, ein würdiges Erinnern und Mahnen mit Zukunftsaspekt an die deutsche Besatzungspolitik in Polen 1939 und 1945, die seit 3 Jahren ungefähr in der deutschen Öffentlichkeit und jetzt wieder mit neuem Input dann auch geführt wird. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück, ja. Ja, aber zu die Geschichte eben ist eine, und das hat einen Einfluss gehabt auf die Menschen sicher, dass sie
sagen, ja, es stimmt, die Deutschen haben eigentlich noch nicht wirklich kapiert, was sie den Polen in der Gesamtheit angetan haben, abgesehen von dem Menschheitsverbrechen, der Judenvernichtung, die zu einem großen Teil in Polen, in den im besetzten Polen, die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Das bleibt in Erinnerung und ist ganz anders als die deutsche, nicht kompatibel mit der deutschen Erinnerung an die Geschichte. Und das Gefühl, man dieses Leid sei nicht genug anerkannt gewesen. Von daher spielt das heute eine stärkere Rolle als vor 3 Jahren noch, die Rückkehr der Geschichte. Auf der anderen Seite muss man, sagt diese Studie auch, dass das Bild Deutschlands in Polen heute besser ist als das Bild in der Vergangenheit gewesen ist. Und dass das Polenbild in Deutschland in den letzten 2 Jahren auch besser geworden ist. Vor allem das deutsche Polenbild besser geworden ist. Die Wahrnehmung der Polen, nicht mal die traditionellen Stereotypen. Und in Polen zwar die Skepsis größer wird, aber keine größere negative Blick auf die Deutschen. Das heißt, sehr differenziert und in einem Vergleich mit in dem Barometer, im Vergleich mit anderen Nationen, steht Deutschland, die Deutschen immer noch mit an der ersten Stelle in der Wahrnehmung der Polen. Und umgekehrt, das halte ich für besonders wichtig, ungeachtet auch des schlechten Bildes, das die polnische Politik in Deutschland hat, die Regierung, die PiS-Regierung, ungeachtet der negativen Nachrichten über die polnische Politik, das Bild Polens als Ganzes, der polnischen Gesellschaft, der polnischen Wirtschaft und des polnischen Nachbarn nicht schlechter geworden ist. Und das zeugt eben auch von einer gewissen Stabilität. Dankeschön, Herr Runiewicz. Ja, also ich würde dann zurückkommen jetzt auf Ihr Bild, Herr Thierse, das Sie vorgebracht haben. Und vielen Dank nochmal dafür, dass Sie diese Grenzsituation kurz nach der Öffnung in Erinnerung gerufen haben. Ich glaube, das ist schon ein Stück der Normalität geworden an der deutsch-polnischen Grenze, dass die Zahl von Personen, die voneinander abhängen, also das heißt Polen und Deutsche, dass es da vor allem darum ging, dass auf der einen oder anderen Seite einfache Arbeitsstätten sind, also wo die Menschen arbeiten, wo sie auch kommunizieren und so weiter. Also inzwischen ist das in der Tat ein Stück Normalität. Und auf einmal durch die Epidemie, durch die Verhängung der Grenzen, wurde auf einmal bewusst, zu welchen Folgen solche Einschnitte führen können. Also man hat vielleicht vergessen, was noch vor 30 Jahren war, dass es dort auch eine deutsch-polnische Grenze gegeben hat, die man nur mit Ausweisen jetzt passieren durfte und so weiter und so fort. Und Sie haben sicherlich auch gesehen, dass das auch junge Menschen waren, die von dieser Situation einfach jetzt überrascht worden sind. Das finde ich schon ganz gut, das müsste uns, abgesehen jetzt von den Ergebnissen der Meinungsumfragen, die Sie auch genannt haben, auch nachdenklich machen. Vielleicht brauchen die Menschen nicht die Geschichte, weil die Geschichte uns trennt. Und wir haben gesehen, dass diese Geschichte immer wieder uns einholt. Also in unterschiedlichen Situationen. Mal ist das die Frage der Vertreibung der Deutschen. Mal ist das jetzt die Reparationsfrage. Ein anderes Mal ist die Frage des sogenannten Polen-Denkmals und so weiter und so fort. Aber wo sehen wir die Lösungen? Also es gibt keine Lösungen. Denn wir reden darüber schon seit mehreren Jahren und es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass wir das Thema erst jetzt entdeckt haben. Wir sprechen darüber schon seit 30 Jahren sehr kritisch, setzen uns damit auseinander, aber vielleicht brauchen wir eine neue Narration, einen neuen Zugang, um jetzt diese Themen jetzt vielleicht auf andere Weise anzusprechen, damit sie auch von der Mehrheit der Bevölkerung getragen werden.
Also diese positive Meinung der Polen, der Deutschen gegenüber und umgekehrt, deute ich auf diese Weise, dass die Zahl der Kontakte so enorm gestiegen ist, dass sich ein Durchschnittsdeutscher eine Vorstellung von Polen machen kann und umgekehrt auch. Und gleichzeitig, das, was uns trennt, das ist der Zugang zur Geschichte. Und wir brauchen wahrscheinlich eine neue Erzählung, die uns etwas näher bringen kann. Es gab schon einen Versuch, der ist aus meiner Perspektive im Moment noch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen gescheitert, weil das Projekt noch nicht abgeschlossen worden ist. Aber schon jetzt sehe ich, dass man dann doch bei der Realisierung dieses Projektes doch einiges schon verloren hat an Potenzial. Nämlich, mir geht es um das deutsch-polnische Geschichtsschulbuch. Das heißt, ein Projekt, das an die polnischen und deutschen Schüler adressiert war. Es handelt sich um ein reguläres Geschichtsschulbuch, das an polnischen und deutschen Schulen verwendet werden sollte. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es dann doch an der höchsten Zeit ist, dass die Deutschen und die Polen sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen. Aber nochmal, da ging es nicht nur um die Bilateralität dieser Beziehungen, sondern es ging um ein gemeinsames Erzählen von Geschichten, die die Deutschen lernen, aber auch die Polen lernen. Deswegen zum Beispiel solche Bilder, wie gehen jetzt die jungen Deutschen jetzt mit der Frage der deutschen Okkupation in Polen um und so weiter und so fort, die gehören selbstverständlich zu diesem Schulbuch. Und sie werden auch in diesem Schulbuch thematisiert. Wenn Sie aber die jetzigen Schulbücher zur Hand nehmen auf der deutschen Seite, dann haben Sie zwei große Komplexe wie der Nationalsozialismus, was auch selbstverständlich ist. Aber was die Behandlung des Zweiten Weltkrieges anbetrifft, haben Sie ein ganz großes Komplex Holocaust. Da kommt die deutsche Okkupation Polens ganz kurz vor oder nicht. Und das ist ein ganz großes Problem. Also das heißt, wahrscheinlich haben wir aufgrund der Meinung, dass wir doch näher gekommen sind, dass wir vielleicht schon alle Fragen gelöst haben in den 90er Jahren oder in den ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts, vielleicht aufgegeben, die Ausbildung. Also das heißt, dass man wirklich mit diesen Anstrengungen nicht aufhören sollte, sondern das sollte man tatsächlich bei jungen Leuten ansetzen, und dann versuchen, durch die politische Bildung immer wieder, sagen wir mal so, dieses Wissen voneinander zu vermitteln. Und das fehlt mir ein bisschen. Auf der anderen Seite gebe ich schon zu, wenn Sie zum Beispiel die Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung berücksichtigen, dort gibt es auch Angebote über Polen, auch ganz interessante Publikationen zum Zweiten Weltkrieg. Die Frage ist nur, wie finden Sie die Verwendung an den Schulen? Wie finden Sie Verwendung in der politischen Bildung? Also das heißt, es gibt Debatten, es gibt Historiker, die sich damit beschäftigen, es gibt genug Publikationen. Die Frage ist nur, wie erreichen wir mit allen diesen Dingen jetzt einen Durchschnittsdeutschen, einen Durchschnittspolen? Darf ich? Sie beschreiben, Herr Wolfgang, eine große Aufgabe. Historische Bildung, politische Bildung. Ich will nur, damit das auch etwas freundlicher abschließt, dieses kleine Kapitel aus dem Barometer nochmal eine andere Zahl zitieren, die ich wunderbar finde. Da heißt es nämlich, erstmals seit Erscheinen des deutsch-polnischen Barometers im Jahr 2000 zeigen mehr deutsche Sympathie für die Polen, nämlich 55%, als umgekehrt Polen-Sympathie für die Deutschen 42%. Und der Vergleich ist, dass Polen damit etwa gleich aufliegt mit der Sympathie der Deutschen zu den Briten, vor den Amerikanern und weit vor den Russen und Türken und so weiter. Nur die Franzosen liegen noch vor den Polen. Ich meine, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Das gehört ja auch dazu, dass die Stimmung durchaus anders ist und freundlicher ist, als gelegentlich dargestellt wird. Das wollte ich noch sagen, aber Herr Bingen, jetzt haben Sie das Wort. Ja, ich wollte gern anschließen an das Bild, das eben gezeigt worden ist von erwähnt worden ist von der Wiedereröffnung der Grenze auf der Oberbrücke vor wenigen Tagen. Und das ist eigentlich ein Hinweis darauf, wie wichtig Bilder sind, dass unser Bild vom Nachbarn, unsere Wahrnehmung von Bildern auch geprägt wird. Das können ganz große symbolische Gesten sein,
Es können aber auch so fast Alltagsbilder sein. Und eben die Vermittlung. Und das Entscheidende ist ja nicht gewesen, dass es diese Szenen gegeben hat, wo die beiden Bürgermeister sich um den Hals gefallen sind, damit gegen die Corona-Schutzregeln verstoßen haben und der Oberbürgermeister von Frankfurt oder dann eine Selbstanzeige erstattet hat, weil er so emotional geworden ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Nachricht, der Aufhänger, quasi die erste Nachricht in der Tagesschau der ARD um 8 Uhr gewesen ist. Das ist wichtig. Ja, dass also dies eine Nachricht gewesen ist, eine positive Nachricht über das, was man eigentlich im deutsch-polnischen Verhältnis als Normalität bezeichnen sollte, die Freude, wieder zusammen zu sein, Nachbarn zu sein, hin und her und wieder die Infrastruktur wieder aufleben zu lassen. Und ich möchte da eben auch gerne darauf hinweisen, auf die Verantwortung der Medien. Der Medien mit Blick auf das Bild vom Nachbarn, dass sie oft gar nicht daran denken, wenn es eben so relativ wenig Nachrichten gibt über den Nachbarn, die zu den Hauptnachrichten gehören, dass es dann oft die negativen sind und die Schlagworte und gar nicht das, was als Verlauf, als wirkliche Nachbarschaft in der Praxis geschieht. Und dann die Stabilisierung, vielleicht auch nochmal, die Stabilisierung oder relative Stabilität der deutsch-polnischen Verhältnisse, immer relativ, getragen wird durch die Ebene der gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen Kontakte zwischen den Kommunen, zwischen den Nachbarschaften, dass hier eben durch die persönliche Erfahrung und gerade auch in der Grenznähe bei allen Defiziten, die es weiterhin noch gibt, eben diese Kontakte eben auf die Entwicklung und die positive Entwicklung der Beziehungen hinweisen, bis zu diesem Phänomen, dass es eben in den letzten Jahren doch bemerkenswerte Zuwanderung aus Polen, zumindest im Weichbild von Stettin auf deutscher Seite gegeben hat, mit Zehntausenden von Neubürgern, polnische Staatsangehörige, die mit ihren Familien, mit ihren Arbeitsplätzen in Stettin, aber das Alltagsleben von Gemeinden und kleineren Städten auf deutscher Seite prägen und so zu einer Wiederbelebung einer oft sehr vernachlässigten und vor allem durch die Emigration vernachlässigten Region. Das gehört eben auch zu einer neuen Normalität und positiven Normalität, über die natürlich nicht so in der Breite informiert wird. Herr Prochniewicz, Sie haben so ganz nebenbei ein starkes Wort gebraucht, Geschichte trennt. Und deswegen frage ich Sie beide, welche Bilder, welche geschichtlichen Ereignisse, welche Kapitel positiver Art der deutsch-polnischen Beziehungen sollten einerseits die Polen kennen, und andererseits die Deutschen kennen. Denn diese Kapitel und diese Bilder gibt es ja auch. Und sie sind vielleicht nicht ganz unwichtig, dass auch sie erzählt und übermittelt werden. Was wären, wenn Sie so unmittelbar gefragt werden, die 3, 4 Bilder, Geschichten, die junge Leute aus der deutsch-polnischen Geschichte kennen sollten, und zwar von ihren positiven Seiten? Christoph? Ach, jetzt bin ich gefragt. Also ich denke, kann das selbstverständlich an konkreten Ereignissen festmachen, man kann an konkreten Personen festmachen, aber ich glaube, man kann auch große Züge auch nennen, zum Beispiel die Rolle der Literatur, schöngeistigen Literatur, ja. Kultur, auch jetzt in dem Annäherungsprozess zwischen für den Polen und Deutschland. Und hier sind selbstverständlich ganz große Verdienste auch des Deutschen Polen-Instituts und der großen Reihe polnischer Bibliothek auch nicht zu vergessen, aber auch zum Beispiel eine Reihe, die Kollege Bingen auch initiiert hatte, die sogenannte blaue Reihe, die nicht nur die Literatur, aber auch die Gedankengänge der Polen, der polnischen Wissenschaftler, der polnischen Wissenschaft, dem deutschen Leser näher gebracht hat. Also ich denke, das sind so solche große Linien. Bei den Personen,
das ist jetzt auch wieder schwierig zu sagen, denn es ist eine große Vielzahl von Personen, die sich jetzt jeweils für Polen und Deutschland eingesetzt haben. Ich möchte auch nicht nur stellvertretend nennen, es ist eine ganz große Linie. Aber wenn Sie mir jetzt diese Frage stellen, ich glaube, wichtig und was ist jetzt Polen und Deutschland jetzt gelungen ist, und ich glaube, das wird nicht immer wieder genannt, das ist der Versöhnungsprozess. Also das heißt, wie es möglich war, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach all diesen schrecklichen jetzt Erlebnissen der Polen, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg der Deutschen, Stichwort jetzt Vertreibung der Deutschen, wie es möglich war, dass sie dann doch zueinander gekommen sind, dass es auch einzeln zunächst Personen gegeben hat, die diese Hände ausgestreckt haben. Und und diesen Weg für diese gute Nachbarschaft jetzt geebnet haben. Also das heißt, wir gehören zu den Profiteuren, also meine Generation, wenn ich das jetzt so sagen darf, gehört zu den Profiteuren von diesen Einzelpersonen. Und ich glaube, da würde ich ganz gerne ansetzen. Aber wenn ich etwas kritisch sein darf, ich zum Beispiel keine Schule in Deutschland, die nach Bartoszewski genannt wurde. Ich finde zum Beispiel keine Schule, die nach Anna Morawska genannt würde. Das gibt es in Polen solche Schulen schon? Ja, zum Beispiel, es gibt eine Willy Brandt-Schule in Warschau. Das heißt, es sind auch Schulen, die nach Dönhoff, Gräfin Dönhoff-Schule. Das gibt es auch. Sehr gut. Also Sie sehen schon, also das heißt, auf der polnischen Seite wird an die Deutschen erinnert, wird an ihren Ansatz erinnert, gerade auch im Rahmen des Normalisierungs- bzw. Versöhnungsprozesses oder Annäherungsprozesses. Dagegen auf der deutschen Seite sehe ich hier bestimmte Defizite. Ich wollte jetzt nicht jetzt die Namen nennen, aber wir haben genug Namen, lieber Herr Thierser. Hier geht es um etwas anderes. Und ich glaube, da ist jetzt der springende Punkt, die Sensibilität. Da hat Kollege Bingen vorhin auch gesagt, da fehlt jetzt auf, zumindest auf der deutschen Seite, so etwas wie Sensibilität für polnische Fragen. Also das heißt, dass man sich ein bisschen versucht, in die polnische Seele, sagen wir mal so jetzt, hineinzubewegen, zu gucken, wie diese Polen eigentlich ticken. Also was haben sie da anzubieten? Was können wir von Polen lernen, um das jetzt auf den Punkt zu bringen? Also ich möchte das jetzt nicht billig verkaufen, möchte auch nicht falsch verstanden werden, aber ich denke gerade, wir haben es geschafft, durch diese Einzelpersonen zu lernen, dass es sich lohnt, anständig zu sein, dass es sich lohnt, jetzt für den anderen Partner einzusetzen, dass es sich lohnt, trotz Widerstände und trotz der negativen Meinung der Öffentlichkeit, doch Mut zu zeigen und Courage zu zeigen. Und Sie wissen auch besser als ich, auch die Bürger der ehemaligen DDR haben hier auch eine ganz große Rolle gespielt. Stichwortartig Günter Selchen, Aktion Sinnezeichen in der DDR und so weiter und so fort. Also ich glaube, da haben wir genug Personen, Ereignisse, die wir als Historiker, als diejenigen, die in diesem Dialogbereich sehr aktiv sind, immer wieder in Erinnerung zu rufen. Gleichzeitig erwarte ich auch, dass man nicht nur bei den Worten bleibt, sondern dass man auch versucht, Taten umzusetzen. So. Dankeschön. Als DDR-Bürger habe ich immer gewusst, was man von Polen lernen kann. Mit Blick auf Solidarność, mit Blick auf die polnische Geschichte. Aber Herr Bing, sagen Sie mal 3-4 Beispiele, was die Deutschen aus der deutsch-polnischen Geschichte und positiven Kapiteln dieser Geschichte in Erinnerung unbedingt behalten sollen. Ja, da möchte ich gerne auch anschließen an die Bedeutung von historischer Bildung und Schulbüchern und Ähnlichem und was man in deutschen Schulen lernt oder lernen sollte. Und da ist der Blick eben über den deutsch-polnischen Tellerrand hinaus, glaube ich, auch wichtig, wenn es um die Wahrnehmung Polens geht. Das sind Daten zu nennen, wenn es um die europäische, positiv, um die europäische Verfassungsgeschichte geht. Kaum jemand bis heute, wir wiederholen das in unseren Kreisen immer wieder, aber in allgemeinem Wissen ist es nicht vorhanden, die Tatsache, dass eben die erste schriftliche Verfassung Europas 1791 in Polen geschrieben worden ist. Sie war nicht so revolutionär
und nicht so emanzipatorisch wie die französische. Aber sie war eben 2 Jahre vor der französischen die erste schriftliche überhaupt, in der es auch Ansätze der Gewaltenteilung und der Befreiung, Bauernbefreiung, Ähnliches, dann auf den Weg gebracht worden. Also die erste schriftliche Verfassung in Polen, als wir noch lange in den deutschen Ländern keine Verfassung hatten. Dann 1832, wenn es auch nur eine Episode ist, aber eine Episode eines gemeinsamen Kampfes von Deutschen und Polen, vor allem der jungen akademischen Generation, aber nicht nur, eben der Freiheitskampf der Polen, der von vielen Deutschen auf dem Wege, den die verlorenen Freiheitskämpfer nach der Niederlage im Aufstand von November 1831 durch Deutschland auf dem Weg nach Frankreich genommen haben, dann von Deutschen freundlich empfangen worden sind, bejubelt worden sind. Es gab Komitees, 1832, Komitees zur Unterstützung, finanziellen Unterstützung der Flüchtlinge, Emigranten aus Polen und das berühmte Hambacher Fest 1832, das ja auch ein deutsches Freiheitsfest ist, auf der also die Deutsche die schwarz-rot-goldene Fahne und die weiß-rote Fahne geweht haben. Dann der Beitrag, der sowohl europäische Weltgeschichte und deutsch-polnische Geschichte geschrieben hat, das ist der Beitrag der Solidarność als erste europäische Freiheitsbewegung in dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, die auf friedlichem Wege einen demokratischen Systemwechsel in Europa auf den Weg gebracht hat und dann initiativ für eine Entwicklung in ganz Ostmittel, Südosteuropa geworden ist und über Solidarność dann auch Mittel und dann in wenigen Jahren auch dazu geführt hat, dass eben die deutsche Einheit auf den Weg gebracht werden konnte. Erstmal die Freiheit in der DDR und dann die deutsche Wiedervereinigung, die ohne Polen nicht möglich gewesen wäre. Ohne die Vereinbarung mit Polen und die Zustimmung, die politische Zustimmung in Polen nicht auf den Weg gebracht werden. Ich meine, das sind ja 3 Punkte, glaube ich, Solidarność und deutsche Einheit, die man nicht genug unterstreichen kann, dass es eben nicht nur die 4 großen Alliierten gewesen sind, und Gorbatschow, sondern Wałęsa, die gesamte Solidarność-Bewegung und eine mentale Vorbereitung auf die Einheit, die in Polen, obwohl es doch sehr viele Befürchtungen gab, aber in ihrer Selbstverständlichkeit eher erkannt worden ist, als in Deutschland selbst. Kommen wir zu den Gegenwartsproblemen, den unmittelbar aktuellen Streitthemen. Deutschland übernimmt die Ratspräsidentschaft ab 1. Juli. Was sind die polnischen Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft? Der polnische Ministerpräsident hat neulich ein Wort gebraucht, das vielleicht Sie erklären können. Er spricht von einem neuen Gleichgewicht in Europa, das er sich wünscht. Nun wissen wir, dass in Polen die proeuropäische Stimmung stark ist, trotz der PiS-Regierung, relativ stabil ist. Also was sind die Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft, Herr Buchniewicz? Ja, also ich habe das kurz erläutert in meinem Eingangsvortrag, dass Deutschland gerade in einer ganz besonderen Situation die Ratspräsidentschaft übernimmt, das heißt in der Krisenzeit. Also zunächst muss, und das ist, glaube ich, auch die polnische Erwartung, dass auch ganz konkrete Vorschläge kommen, jetzt wie wir diese Epidemiekrise zusammen jetzt bewältigen können. Und ich glaube, da sind schon etwas Weichen gestellt worden jetzt, denn wir haben beobachtet, dass am Anfang jeder Staat für sich diese Dinge erledigt hat. Aber wir haben es gelernt, gerade in den letzten Wochen, dass das unmöglich ist. Das heißt, wir sind aufeinander zugewiesen. Und obwohl es noch vor wenigen Wochen Vorschläge des französischen Präsidenten gegeben hat, einen anderen Weg jetzt für Europa vorzuschlagen, also Stichwort jetzt Eurozone und dann auch Stärken und auch jetzt mehr oder weniger anderen Staaten, die nicht der Eurozone gehören, wie Polen zum Beispiel, draußen lassen. Durch die deutsche jetzt Beteiligung oder ich würde sagen ein Veto
ist das Thema praktisch jetzt wieder weg vom Tisch. Also ich erwarte, und ich glaube, das ist auch eine Erwartung, die man äußern kann, dass man die Debatte über die Zukunft Europas endlich startet und diese Redereien jetzt von Gleichgewicht, Ungleichgewicht und so weiter, das sind alles Dinge, die man immer wieder jetzt anspricht. Aber ich würde auch zum Beispiel von den polnischen von der polnischen Regierung erwarten, dass das auch ganz klar und deutlich kommuniziert wird. Also das heißt, was man sich vorstellt und was eigentlich gemeint ist und geplant ist. Und eins steht schon fest, glaube ich, dass jetzt Polen zumindest, so ist meine Wahrnehmung, sich aktiv beteiligen will. Also das heißt, dass man jetzt nicht, wie das noch vor wenigen jetzt Jahren der Fall war, dass man mehr oder weniger jetzt gegen jetzt Vorschläge gemacht hat jetzt für die Europäische Union, dass man stärker auf die eine oder andere regionales Bündnis gesetzt hat. Ich glaube, das ist inzwischen vorbei. Auch mit dem Brexit haben wir es auch gelernt, dass man dann doch vielleicht auch die europäische Politik neu auch definieren muss. Und die Epidemie hat uns auch gelernt, dass es nur in Zusammenarbeit mit den anderen Staaten möglich ist, auch eben diese Krisensituationen, die uns auch betroffen haben, gemeinsam zu lösen. Konkret gefragt, gibt es eine klare polnische Zustimmung zum Aufbauplan der EU-Kommission, dem berühmten 750 Milliarden Projekt? Ja, also ich bin in diesen Fragen überfragt. Ich bin ein einfacher Historiker, deswegen möchte ich jetzt nicht für die polnische Regierung sprechen. Aber ich denke, mein Eindruck ist, und das ist jetzt das, was ich jetzt aus den Medien vernehme, wichtig zunächst, sich gegenüber der Epidemie zu stellen, jetzt diese Frage gemeinsam lösen können und wie wir die Wirtschaft wieder aufbauen. Also Polen ist auch getroffen worden und ich glaube, da kann man schon ansetzen und gemeinsam diskutieren. Also deswegen würde ich mich da jetzt nicht jetzt festnageln, ob Polen jetzt macht oder nicht macht, sondern eher vielleicht zum Ausdruck bringen, diese Bereitschaft an der Diskussion teilzunehmen. Und das ist, wenn Sie auch die polnische Politik, Europapolitik der letzten Jahre berücksichtigen, das war nicht immer selbstverständlich. Ja. Gerade nach 2015 ist die Sache dann doch etwas schwieriger geworden. Und ich glaube, im Moment, da wir immer noch in dem sogenannten Wahljahr sind, das heißt, in wenigen Tagen wird dann polnischer Staatspräsident auch gewählt. Das heißt, es ist sehr viel in Schwebe. Und Sie wissen auch, dass es dann doch konkurrierende auch Vorschläge gibt jetzt, wie dieses zukünftige Polen jetzt in Europa sich positioniert. Also insofern müssen wir noch ein bisschen abwarten, abgesehen jetzt, sagen wir mal so, davon, dass schon ganz konkrete jetzt Vorschläge deutscherseits wahrgenommen worden sind und dass darüber auch diskutiert wird. Ja, mir ist jedenfalls aufgefallen, dass die polnische Regierung nicht den Einwänden der sogenannten sparsamen oder geizigen Vier ausdrücklich zugestimmt hat. Und, das ist richtig. Das ist richtig. Also wir sind eher für diese Offenheit jetzt, was auch die Kredite anbetrifft und ob diese Kredite zurückgezahlt werden müssen oder nicht. Das ist auch klar. Ne? Aber wie gesagt, das ist ein Aushandlungsprozess und wir sind, glaube ich, mittendrin noch. Ne? Ja, ich muss aber jetzt auch noch zwei andere sensible Streitthemen zwischen Europa und Polen ansprechen. Erstens den Streit um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz. Herr Ruchniew, gibt es da etwas Neues? Was ist der Stand der Dinge? Und das Zweite ist natürlich das große Thema Flüchtlinge, Verteilung der Flüchtlinge. Das sind ja immer noch zwei europäische Streitthemen. Also Herr Thierse, Sie stellen mir die ganz schwierigen Fragen und erwarten von mir, dass ich Sie sollen Fragen antworten. Ich würde Ihre Beobachtung mitteilen. Ja, also meine Beobachtung ist, dass wir, und das möchte ich auch unterstreichen, Teil der Europäischen Union sind
und dass die Verträge, die Polen geschlossen hat, eingehalten werden müssen. Und ich glaube, auch die polnischen Richter, die polnische Justiz ist Teil der europäischen Justiz und ich glaube, das ist entscheidend auch. Ne? Und aus diesem Grund finde ich es auch ganz gut, dass hier auch ein Dialog stattfindet, dass immer wieder jetzt diese Rechtsstaatlichkeit, denn wir sind auch mittendrin in diesem Verfahren, also ob jetzt in Polen die Rechtsstaatlichkeit eingehalten worden ist und so weiter und so fort. Also von daher glaube ich, es ist keine selbstverständliche Sache, aber ich würde so sagen, dass das Problem jetzt, wie man diese Dinge löst, ne, selbstverständlich von Polen abhängt. Und wir müssen einfach wieder abwarten, also ich kann das jetzt vielleicht so formulieren, wieder abwarten, wie sich in Polen jetzt die Lage entwickelt. Denn die Impulse müssen zunächst von Polen aus ausgehen. Und ob es einen Zurück gibt zu dem Stand jetzt davor, das kann ich Ihnen nicht sagen. Auf der anderen Seite ist es uns auch bewusst, dass wir auf Dauer diese dass wir die angenommenen Gesetze nicht verletzen dürfen in Europa. Und das ist auch die Voraussetzung für unsere Mitgliedschaft auch in der Europäischen Union. Also von daher, ich glaube, das ist ja auch vielen bewusst, aber das ist ein Aushandlungsprozess. Auch was die Verteilung auch der Flüchtlinge anbetrifft, das ist im Moment, glaube ich, kein großes Thema in Polen. Allerdings, und da würde ich mir schon wünschen, wenn man das Thema anspricht, dass man vielleicht etwas mehr Aufklärungsarbeit jetzt macht. Denn ich glaube, da muss man also, glaube ich, auch ein bisschen stärker nochmal jetzt sagen, womit haben wir zu tun, wie groß die Zahl ist und wie können wir umgehen. Und jetzt zu erwarten, dass man mit Quoten arbeitet. Ich glaube, das war für viele schon damals keine vielleicht gute Lösung, statt einfach zu sagen, dass man diese Personen, die vom Krieg schwer betroffen worden sind, dann doch in Europa aufnehmen soll. Aber wie gesagt, das sind so alles Themen, die man, und das möchte ich nochmal unterstreichen, europaweit, also nicht bilateral, also Europäische Union, Kommission zum Beispiel und dann Polen ansprechen soll, sondern auf der Europaebene dann doch gemeinsam diskutieren muss. Und wir sehen schon selber, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen zu diesen Fragen gibt. Und es wäre zu wünschen, dass man dann doch eine Lösung findet. Also insofern finde ich schon das als Thema wichtig, aber im Moment ist das kein Thema, im Moment in Polen. Ich möchte zwei sensible Themen gegen aktuelle Themen im deutsch-polnischen Verhältnis ansprechen. Einerseits das Thema Nord Stream, die Gaspipeline. Die Frage ist direkt, spielt das in Polen immer noch ein so starkes, auch emotionale, eine so starke und emotionale Rolle, wie das aus Deutschland gelegentlich wahrgenommen wird? Oder gibt es überhaupt die Chance, mit diesem Thema sachlich umzugehen? Oder ist das aussichtslos? Herr Hochniewicz. Also Sie fragen mich wieder. Also okay, also ich bin jetzt gefragt. Ne? Also jetzt, ich würde Folgendes antworten. Auch dieses Thema, da herrscht, glaube ich, auf beiden Seiten jetzt Aufklärungsbedarf. Ich glaube, Klärungsbedarf. Also Klärungsbedarf und ich denke, dass man sich irgendwie unabhängig machen will von den Rohstofflieferungen aus Russland, wo es sehr problematisch ist und das und auch diese Lieferung als Druck auch ausgeübt werden kann. Ich glaube, das können Sie auch gut nachvollziehen aufgrund der polnischen Erfahrungen. Und wenn Sie dann auch sich vergewärtigen, dass es dann doch das Thema Russland in Deutschland sehr oft bei den Gesprächen ausgeklammert wird. Also das heißt, wird nicht direkt angesprochen. Das heißt, in diesem Fall wird nicht jetzt Europa
weit gedacht, sondern es werden hier nationale Interessen mehr oder weniger verfolgt. Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt, weil es auch diesen Klärungsbedarf jetzt bedarf. Und Sie wissen auch ganz genau, dass es dann sehr kritische Äußerungen von Seiten der Europäischen Union gegeben hat und auch von Seiten der Vereinigten Staaten, jetzt was die Sicherheit Europas auch in der Zukunft anbetrifft. Also insofern, ich glaube, da müsste man schon fairer etwas vorgehen. Und vor allem wird es, ich glaube, das ist auch vorhin kurz angesprochen worden, man kann sich auch in der direkten Nachbarschaft dieser schwierigen Themen immer wieder Themen ansprechen, aber es sollte keine Einbahnstraße sein. Also das heißt, auch die Deutschen sollten wahrnehmen, jetzt was die anderen zu sagen haben und sich das überlegen, ob das dann doch so ist, wie sie sich das vorstellen, oder ob es korrekturbedürftig ist. Und ich glaube, das ist eine Erwartung, dass man auf dieser, was Kollege Bingen kurz angesprochen hat, auf der gleichen Augenhöhe redet. Und nicht jetzt erwartet, dass wir nur akzeptieren das, was zum Beispiel in Berlin beschlossen worden ist. Herr Bingen, das Verhältnis Deutschlands zu Russland wird ja aus polnischer Perspektive oder mit polnischen Augen immer besonders aufmerksam, vielleicht auch besonders skeptisch und besonders kritisch betrachtet. Was haben wir Deutschen, gerade weil wir ja auch vernünftigerweise Beziehungen zu Russland pflegen müssen als einem großen europäischen Nachbarn, was haben wir Deutschen dabei zu beachten, zu berücksichtigen? Würden Sie sagen, die Polen sind übersensibel oder ist das eine angemessene Sensibilität, die Sie auch immer wieder artikulieren? Meinem Eindruck ist die Sensibilität, die es in Polen gibt, berechtigt. Allzu berechtigt, weil es einen alten Erfahrungsschatz gibt. Erfahrung, wenn es sehr gute deutsch-russische oder deutsch-sowjetische Beziehungen gegeben hat, sie immer auf Kosten Polens gegangen sind. Von den Teilungen preußisch, das war dann preußisch-russisch, von den Teilungen Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Hitler-Stalin-Pakt und der vierten Teilung, vierte Teilung Polens wohl, 1939. Das hat zu tun, auch die berechtigte Sensibilität mit einer relativ geringen Sensibilität, oder geringeren Sensibilität in Deutschland gegenüber Polen und sehr viel Verständnis für Russland. Eine traditionelle Bewunderung, Angst, schiere Anbetung der Größe Russlands. Und man stellt sich gern mit dem Großen gleich und sucht die Freundschaft, mit auf dem Schoß zu sitzen. Und das mache ich das etwas ins Polemische hinein, dann also gut Freund zu sein mit einem russischen Politiker und stolz darauf zu sein, da auf dem Sofa neben ihm zu sitzen oder mit der Kutsche zu fahren oder in der Sauna zu sitzen. Dieses Bedürfnis hat natürlich aus anderen Gründen auch Frau Bundeskanzlerin nicht, aber aus anderen Gründen, Erfahrungen. Es ist sehr viel Verständnis für Russland da und relativ viele Vorbehalte, auch historisch bedingt, aus einer traditionell deutschen Sicht gegenüber Polen. Es ist eben kurz schon mal angesprochen worden, Sensibilität und Wahrnehmung in Polen von dem, wie die Deutschen über die Polen denken. Und sie stellen eben, viele Polen stellen fest, dass die Deutschen, ist immer nie richtig, diese Generalisierung, gar nicht wirklich wissen, das ist wirklich eine Leerstelle des Wissens, wie deutsche Politik in Polen 1939 bis 1945 gewesen ist. Fokussieren auf
die antijüdische Politik, aber die Politik gegenüber den anderen Polen, in Polen und der Versuch, wirklich nicht nur ein Land zu beherrschen, sondern seine Kultur, seine Geschichte vollständig auszulöschen. Dies ist als Ansatz in Deutschland kaum wahrgenommen. Eine große Leerstelle. Und aufgrund dieses Nichtwissens gibt es auch relativ wenig Verständnis für die polnischen Sorgen, eben, dass die Deutschen erstens das gar nicht, bis heute nicht verstanden haben und wenig Verständnis dafür, dass die Deutschen so viel Verständnis für Russland haben. Das ist dann ganz konkret. Und dass sie sich dann, ich sage es etwas zugespitzt, sich selbst naiv machen, indem sie sagen, diejenigen, die es vertreten, dass dieses Nord Stream 1 und 2 Projekt ein rein wirtschaftspolitisches Kalkül von ökonomischen Interessen in Russland und in Deutschland sei und nichts mit Politik zu tun habe. Und das kann man sicher nicht sagen. Und diese Bedenken, die es in Polen, aber auch in Deutschland gegeben hat, sind eigentlich dann immer zu kurz gekommen. Und da möchte ich auch gerne sagen, dass eben diese Vorbehalte gegenüber Nord Stream 2 jetzt auch nicht nur in Polen gibt, in der europäischen Umwelt oder den Vereinigten Staaten, sondern dass es eben auch in Deutschland selbst bei Ökonomen, bei Politikern, in der weiteren Öffentlichkeit auch eine Kontroverse gibt und eben diese Ratio, eben wir müssen das machen, weil es für uns wichtig ist, für die Energiesicherheit sicher nicht so zutrifft. Und von daher ist dann auch eine große Aufgabe, denke ich, für die deutsche Ratspräsidentschaft nach dem 1. Juli, wenn es um eine Energiesicherheitspolitik geht, dann Diversifizierung, auch dieses Thema doch anzunehmen. Und da ist sicher einiges schiefgelaufen. Und es ist traditionell, jetzt provoziere ich etwas, traditionell gibt es mehr Verständnis für Russland als für Polen und für russische Einwände und russische Politik als für polnische Sorgen. Da werden die anderen wieder sagen, jetzt übertreibt das, wir tun doch dies, wir tun doch das, aber wir tun es oft nicht aus der inneren Überzeugung heraus, sondern weil die Polen uns so quälen immer mit ihren Forderungen. Herr Bing, ich werde Ihnen nicht widersprechen, nur an einem Punkt. Ich glaube nicht, dass die Deutschen von Russland viel mehr verstehen. Nein, nicht das verstehen, habe ich auch nicht gesagt. Die haben Verständnis für Polen, sie verstehen es nicht von Russland. Nein. Sie haben kein Polen. Sie verstehen es nicht, dass wir Deutschen aber Russland haben sehr viel Verständnis. Aber nur noch zu einer Verteilung. Die deutsche Einigung war nur zu erreichen durch das Jahr der Sowjetunion. Und deswegen waren gute Beziehungen zur Sowjetunion schon eine Voraussetzung für die deutsche Vereinigung. Das soll man nur noch mit erwähnen. Es ging nicht nur um unanständige Beziehungen miteinander. Also geschenkt. Ich sehe Herrn Hahn, er meldet sich zu Wort. Er hat sicher Anfragen und Kommentare von Zuschauern und Zuhörern. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die in unserem Chat aufgelaufen sind. Und ich habe mich jetzt eingeschaltet, weil auch die Beziehungen zu Russland an einer Stelle ein Thema sind. Und zwar in dem Zusammenhang, dass ja möglicherweise in Polen bald fast 10.000 US-Soldaten stationiert werden könnten. Und die Frage in die eine Richtung lautet, kann Polen das eigentlich wollen? Das würde ja, so die Mutmaßung eines Zuschauers, die Beziehungen zu Russland verschlechtern. Und die Frage, die sich anschließt, ist, was bedeutet das für die deutsch-polnischen Beziehungen, eine solche Truppenverlegung? Herr Rochniewicz, jetzt ist wieder Ihre Beobachtung gefragt. Ja, es ist jetzt so, ich glaube, es wird so oft übergehen, dass es zurzeit an der polnisch-ukrainischen Grenze einen regelrechten Krieg gibt. Der Krieg hat Moskau mit Kiew nicht abgeschlossen. Also wir befinden uns in einer Situation, dass an unseren Grenzen ein Krieg tobt. Da ist es auch zu erklären, dass Polen immer wieder versucht, jetzt zumindest nicht nur Grenzen, sondern auch in diesem Teil Europas doch
diesen Sicherheitsfaktor zu verstärken. Und mit der Präsenz der US-amerikanischen Soldaten ist das zumindest in den Augen jetzt der Polen der Fall. Auch dass man auf diese Weise jetzt und durch diese Präsenz zu dieser Sicherheit, zur besseren Sicherheit beitragen kann. Die andere Frage ist, ob wir auf NATO-Truppen, auf deutsch-polnische oder jetzt deutsche Truppen zurückgreifen können und so weiter. Das können Sie besser antworten als ich. Da gibt es genug jetzt Artikel über den Zustand der deutschen Armee heute und so weiter und so fort. Also von daher würde ich das nicht so sagen, sondern ob sich das jetzt auswirkt auf die Beziehung zu Russland, das kann ich im Moment nicht sagen, weil ich glaube, da machen wir uns zu viel Gedanken über Russland heute, sondern wir machen uns nicht jetzt Gedanken über Europa, über die Situation in Europa. Und ich glaube, das ist für mich entscheidend, denn auch die Verlegung der Truppen ist auch von Bedeutung, aber darüber muss man reden auch. Und ich kenne keine zum Beispiel jetzt im Moment Europa-Debatte, die jetzt über diese Verlegung der Truppen stattfinden würde, was das jetzt bedeuten würde. Also wir haben keine Europa-Armee in dem Sinne auch, ne? Und insofern bitte dann ein bisschen Verständnis entwickeln jetzt für die Lage, die es auch in diesem Teil Europas gegeben es gibt. Dann würde wahrscheinlich Deutschland anders reagieren, wenn an der deutschen Grenze der Krieg toben würde. Also ich glaube, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Und was das jetzt bedeutet für die deutsch-polnischen Fragen, ich glaube, das ist auch eine neue Situation. Und darüber muss man reden einfach. Ne? Aber das heißt, Sie haben den Eindruck, dass die politische Klasse in Polen doch hofft, dass die 9.000 oder ein Teil der 9.000 US-amerikanischen Soldaten nach Polen verlegt werden. Diese Hoffnung gibt es. Ja, diese Hoffnung gibt es und es gibt auch schon in den staatlichen Medien genug Informationen, dass das mehr oder weniger gewollt ist. Sie wissen auch, kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Polen kommt nach Polen der für US-Präsident Trump und so weiter und so fort. Und damit möchte man auch zumindest nach außen zeigen, dass wir besondere Beziehungen haben. Das mag sein, also ich möchte das auch nicht jetzt in Frage stellen, sondern ich glaube, da ist auch der Platz jetzt auch für die europaweite Diskussion jetzt, was oder wie wir jetzt unsere Sicherheit verstehen und was wir da tun müssen, damit auch zum Beispiel in Polen, sagen wir mal so jetzt, diese Meinung, wir leben in sicheren Grenzen, herrscht. Und ich glaube, das ist schon von Bedeutung. Das, was mir vorhin angesprochen hat mit den Ängsten, dass über Köpfe hinweg Entscheidungen fallen, das kennen wir aus der Geschichte. Aber diese Bilder vom Hitler-Stalin-Pakt zum Beispiel, von dem neuen Hitler-Stalin-Pakt oder Neuauflage des Hitler-Stalin-Paktes, das ist in Polen auch präsent. Das, was wahrscheinlich in Deutschland keiner sich daran erinnern will und kann. Also das sind so Dinge und Bilder, die sehr oft auch bei solchen Anlässen auch vermittelt werden. Aber darf ich noch eine kleine gemeine Frage stellen? Bitte. Heißt das, dass der amerikanische Präsident Trump in Polen so beliebt ist, dass sein Besuch eine Wahlkampfhilfe im Präsidentschaftswahlkampf sein kann? Ja, also ich würde jetzt Ihnen so auf diese Weise jetzt antworten. Also es gibt Kreise in Polen, die das selbstverständlich akzeptieren und die Regierungspartei gehört dazu und auch die Wähler dieser Partei. Wie sich jetzt dieser Besuch auswirkt, ob das vielleicht dann doch auch nicht ins Negative auch jetzt verstanden wird, das kann ich im Moment nicht sagen. Also insofern, es gibt auch in Polen sehr kritische Stimmen darüber und auch nicht alle begrüßen jetzt solche Manifestationen kurz von den Wahlen. Weil das ein deutlicher Unterschied wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Partei in Deutschland, auch nicht die CDU, Trump als Wahlkampfhilfe einladen würde. Aber das ist nur eine etwas bissige Feststellung. Herr Bingen, Sie melden sich. Können Sie sich nicht jetzt vorstellen, AfD zum Beispiel? Ja, aber ich dachte, die wollte ich jetzt nicht unbedingt erwähnen im Zusammenhang mit unseren polnischen Nachbarn. Da stehen wir auf derselben jetzt Linie und ich glaube, da sehe ich auch kein so großes Problem. Also für mich wäre das nicht verkehrt. Irgendwie. Ja. Herr Bingen. Ja, diese Entscheidung
die Truppen, ein Viertel oder ein Drittel der Truppen nach Polen quasi zu schicken und zu stationieren und dann von 34 auf 25.000 in Deutschland zurückzugehen, ist keine, ja offensichtlich keine sicherheitspolitische und strategische Entscheidung gewesen, sondern eine Bauchentscheidung, wenn man dem glauben darf, des amerikanischen Präsidenten, der sehr erratische politische Schritte unternimmt und in keine Richtung wirklich berechenbar. Und auch dann, was die Kosten für das NATO-Bündnis anbetrifft, auch ja in keinster Weise bisher diskutiert worden ist. Und der Schock eben in der Entscheidung ist sowohl offensichtlich im NATO-Hauptquartier bei amerikanischen Generalen und in der gesamten politischen Community und sicherheitspolitischen Community vorhanden. Und vor allem stellt es auch eine Gefahr dar, weil es eben für Polen möglicherweise, weil also die Kosten für Polen und nicht der Gewinn für Polen überhaupt nicht in Bezug genommen werden, beziehungsweise ja auch diese polnische Regierung nicht quasi vor die Wahl zwischen USA und Deutschland gestellt werden will. Sie möchten einerseits wahrscheinlich die Truppen haben, auf der anderen Seite möchten sie aber auch nicht, dass es da zu einem Zwist zwischen Deutschland und Polen kommt. De facto trägt aber diese Politik dazu bei, eigentlich eine Spaltung, potenziell eine Spaltung im Bündnis, die nichts mehr mit Sicherheitspolitik zu tun hat. Und das wird dann von der Peace-Regierung dann quasi nicht gesehen, will es nicht gesehen werden. Und man muss eben davon ausgehen, dass im Augenblick der Präsident Duda in gefährliche Fahrwasser gerät, in dem Sinne, dass also die Wiederwahl für ihn bisher zumindest, wenn man den Meinungsumfragen glauben darf, von Tag zu Tag fraglicher wird. Nicht in dem ersten Wahlgang, im zweiten Wahlgang. Auf jeden Fall ist es ganz knapp und deshalb hat er sich da mehr oder weniger wahrscheinlich selbst eingeladen und denkt, das sei eine Karte, die er ziehen könne mit Trump. Aber ich glaube, Trump ist auch in Polen nicht mehr so beliebt, wie er mal gewesen ist. Und die Frage der Zuverlässigkeit stellt sich sowohl gegenüber Richtung USA und gegenüber Deutschland. Und da ist dann die Position Polens und dieses Locken mit dieser amerikanisch-polnischen Sonderbeziehung auch immer ein großes Risiko für Polen. Ja, Herr Hahn. Sensibilität war heute Abend ein Stichwort, das häufig vorgekommen ist. Und passend zu diesem Thema stellt ein Zuschauer die Frage, und die richtet sich jetzt, denke ich, zunächst mal an Herrn Professor Binien. Woher kommt eigentlich so die Beobachtung des Zuschauers, woher kommt das Überheblichkeitsgefühl in weiten Kreisen Deutschlands gegenüber Polen und anderen Ländern Osteuropas? Herr Bingen. Ja, das ist die Frage zu beantworten, ist schwierig, weil es ja das Überheblichkeitsgefühl nicht gibt, wenn wir jetzt von den Menschen den Gesellschaften sprechen, im Austausch fühlt sich der Deutsche im Kontakt mit Polen nicht besser als derjenige, der irgendetwas immer zu raten hat und der es besser weiß. Es ist eher eine Reste von kollektiven Wahrnehmungen und Bildern in der Geschichte, lange tradierten Bildern der Nachbarn im Osten. Und da gibt es dann eben diese These von dem Einfluss dieses sogenannten Zivilisationsgefälles West-Ost. Frankreich traditionell ganz oben, dann die Deutschen, die von den Franzosen lernen wollten, die Duodez-Fürsten, die alle ihre kleinen Schlösser nach Versailles, nach dem Vorbild Versailles haben wollten. Und dann die Deutschen haben auf die Franzosen geguckt und die Deutschen haben runtergeguckt auf die Polen. Das gilt dann zumindest für die Neuzeit.
und die Polen auf die Russen und die Ukrainer. Und im deutsch-polnischen Fall ist eben dann vor allem mit der preußischen Polenpolitik so dieses sogenannte Kulturgefälle und die Überlegenheit der deutschen Kultur gegenüber Polen sehr stark in den Vordergrund gestellt worden. Die deutschen Eliten, die politischen, militärischen, aber auch die wissenschaftlichen, kulturellen Eliten in Preußen, Deutschland, vor allem in Preußen, hatten kein gutes Bild, kein positives Bild von Polen. Und dieser Gegensatz, die Deutschen als Kulturträger und der Osten ist unzivilisiert. Und das beginnt dann eben an irgendeiner alten deutsch-polnischen Grenze und ebenso unzivilisiert oder vielleicht noch sind dann weiter östlich gelegene Nationen und Völker. Dies ist lange, lange erhalten worden. Dazu kam eben dann auch, dass über 123 Jahre es keinen polnischen Staat gab und dann viele technische, zivilisatorische Entwicklungen in Polen aufgrund der Besetzungszeit dann auch mit Verspätung sich entwickelt haben und die Selbstemanzipation der Gesellschaft noch später stattgefunden hat als in Deutschland. Und das hatte seine Folgen gehabt und die Wiedererrichtung Polens 1918, man muss so weit zurückgreifen, aber das sind so alte Bilder, die war auf Kosten Deutschlands, die Territorialverluste schon nach dem Ersten Weltkrieg und dann das Aufgreifen der alten antipolnischen Vorurteile und Stereotypen in der NS-Rassenideologie und dann schließlich auch in der Politik gegenüber Polen. Und davon ist etwas hängen geblieben. Dazu kam Überheblichkeit oder auch mangelnde Sensibilität, weil dann die Fragen dann auch Territorialverlust. Deutschland hat im Osten über 20% seines alten Territoriums vor den Eroberungen nach 1938 an Polen verloren. Das war aber nicht die polnische Entscheidung, Klammer zu, sondern eben die Politik der Alliierten gewesen, eben Polen nach Westen zu verschieben. Auch eine Folge des Hitler-Stalin-Pakts, eben dass das, was Stalin sich genommen hat, mit Einverständnis Hitler er auch dann nach 1944 behalten durfte. Dann Flucht und Vertreibung, alles dies hat dazu beigetragen. Dann der Antikommunismus in der alten Bundesrepublik, da beginnt der kommunistische Osten und Polen ist also erstens zivilisatorisch unten. Es hat uns das Land genommen. Es gab 7 bis 9 Millionen, Krzysztof, wie waren es, Flüchtlinge, Vertriebene aus den von Polen übernommenen Gebieten und eben eine neue Grenze, die man nicht wollte. Das hat nicht dazu beigetragen, das Bild von Polen wirklich zu verbessern. Da musste ganz viel aufgearbeitet werden. Und die Deutschen fingen dann mit der Aufrechnung 1945 an, mit dem historischen Denken, was haben die Polen uns alles angetan, während die Polen eben auf die Vorgeschichte hinweisen. Und das ist das passt nicht zusammen. Und dazu gehört eben eine lange Sensibilisierung, langwierige Sensibilisierung, um in Deutschland allmählich das Bild auch zu verändern, darauf hinzuweisen, wir haben unserem ältesten Nachbarn, haben wir das angetan, was wir den Franzosen nicht angetan haben und den Dänen nicht und den Niederländern nicht. Das ist etwas, wenn es wirklich, wirklich gewusst wird und die Folgen dessen für Polen bis heute nicht wirklich wahrgenommen werden, dann kann es auch nicht eine wirkliche Geste gegenüber diesem polnischen Nachbarn als Ganzes geben. Das macht es so schwierig und das macht es dann etwas einfacher mit Russland. Russland ist eben kein Nachbar Deutschlands und es war nur dann Nachbar Deutschlands, wenn es Polen nicht gab. Und das müssen wir Deutsche auch lernen, dass das ganz tief und über Jahrhunderte dann als Erfahrung über Generationen bis heute weitergegeben werden kann und dann die letzten Generationen dann bis 89 mit der kommunistischen Herrschaft in Polen dann auch gelebt haben. Die Folgen dessen, das alles sind Langzeitwirkungen einer deutschen Politik,
das eben, wo dann vor allem die DDR-Bürger und die Mittelostdeutschen dann darunter gelitten haben, was auch dazu führt, jetzt auch nur in Klammern, jetzt nochmal Bilder, dass das Polenbild in den angrenzenden deutschen Bundesländern, also in der ehemaligen DDR, bis heute besser ist, auch nach diesem Barometer, besser ist als das Polenbild in der alten Bundesrepublik. Da kommt auch so eine Überheblichkeit ja oft bei uns, nicht? Bei uns Westdeutschen sagen. Also wir haben das ja alles schon früher gemacht mit den Polen, als wir gar keine Chance hatten, da war die DDR dazwischen. Aber im wirklichen Leben ist dann eben das Verständnis für Polen in der ehemaligen DDR, in den neueren deutschen Bundesländern größer, weil sie eine sehr unterschiedliche, aber eher vergleichbare Geschichte dann auch von diktatorischer Herrschaft bis 1989 gehabt haben. Eine Frage an die beiden Professoren. Was bedeuten denn die Reparationsforderungen Polens an Deutschland für das deutsch-polnische Verhältnis? Also ich würde Folgendes sagen. Also zunächst vielen Dank jetzt für diese ganz komplexe Fragen. Also ich glaube, innerhalb von wenigen Minuten ist es schwierig, diese Frage zu beantworten. Nein, also ich versuche Folgendes. Und ich glaube, ein Fehler, der zumindest auf der polnischen Seite immer wieder gemacht wird, das heißt, dass man nicht ganz klar und deutlich trennt Reparationen. Das ist ein abgeschlossenes Kapitel in den deutsch-polnischen Fragen, von der Wiedergutmachung trennt. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Polen, vielleicht nur zur Erinnerung, 1953 hat auf die weitere Reparation aus ganz Deutschland verzichtet, im Unterschied zur Sowjetunion damals. Die Sowjetunion hat nur auf die DDR verzichtet, also das ist nur nebenbei. Und mehrmals haben die Nachfolgerregierungen Polens betont, bis hin in die Zeit nach der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Vertrages, dass diese Frage, die Reparationsfrage für Polen endgültig abgeschlossen worden ist. Dagegen, was auch immer wieder angesprochen wird, das ist die Frage der Entschädigung, der Wiedergutmachung. Und auch diese Frage wurde immer wieder behandelt, jetzt ausgeklammert die DDR. Vielleicht eine kleine Anekdote ganz kurz. Nach dem Besuch oder während des Besuchs der von den Nazis geschädigten Polinnen in Konzentrationslager Ravensbrück, die sogenannten Ravensbrücker Kaninchen in Amerika, ist mehr oder weniger die Bundesrepublik Deutschland unter dem Druck gesetzt worden und sollte jetzt Hilfe finden für diese Frauen. Also wie bekannt, es gab damals keine diplomatische Beziehungen und so weiter und so fort. Und der Deutsche Bundestag hat damals jetzt besondere Maßnahmen beschlossen, um quasi jetzt Entschädigung auszuzahlen an diese geschädigten Frauen. In der DDR war diese Frage ein Tabuthema, aber während einer Kollekte, während eines Sonntags, wurde das Geld in der Kirche gesammelt für diese Frauen. Und dieses Geld wurde an die polnische Botschaft damals übergeben. Dann schaltete sich das DDR-Ministerium, Außenministerium ein und hat gefordert, dass die Polen dieses Geld zurückgeben. Denn es ging, es darf ein polnischer Staat dieses Almosen nicht jetzt entgegennehmen. So, also damit wollte man auch sagen, das ist nicht für das Thema, das jetzt Polen und die DDR jetzt beschäftigen soll. Das ist das Thema des anderen Deutschlands. Also das heißt, diese Wiedergutmachungsfrage wurde in der DDR bis Ende dieses Staates völlig ausgeklammert. Dagegen, die Bundesrepublik Deutschland sah das ein bisschen anders aus. Da ging es zunächst um die Auszahlungen an die Opfer der medizinischen Experimente. Es gab ein Globalabkommen, es gab auch Geheimabkommen und so weiter, bis hin zu der letzten auch Einigung jetzt, was die Auszahlung an die polnischen Zwangsarbeiter anbetrifft. Das jetzt heute, was in Polen gefordert wird, und das ist, glaube ich, das der springende Punkt. Also deswegen finde ich ein bisschen schade, dass auch in der
letzten von Sarac diese Frage falsch angesprochen wird. Was die Polen jetzt erwarten, sind nicht die Reparationen in dem Sinne, das heißt Reparation, das heißt Verpflichtungen von Staat zu Staat, sondern Wiedergutmachung. Das heißt, dass es vielleicht eine pragmatische Lösung geben wird und darüber spricht Herr Sarrazin in seinem Papier und in seinen Äußerungen, dass es dann doch noch vielleicht einen guten Willen auf der deutschen Seite geben wird, dass man jetzt der noch lebenden Opfer hilft, zum Beispiel in Form von jetzt Krankenhausaufenthalten, Arzneien, dass es auch vielleicht unter Umständen auch möglich wird, kulturelle Einrichtungen zu finanzieren, vielleicht auch in Warschau ein Palais wieder aufzubauen und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, man muss auch in der Öffentlichkeit diese beiden Dinge trennen. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir wirklich eine Debatte, die keiner versteht. Und es geht auch in diesem letzten Fall, deswegen habe ich das auch ganz klar und deutlich genannt, um eine pragmatische Lösung. Es geht um einen guten Willen, um ein Zeichen, ein symbolisches Zeichen und um mehr nicht. Das heißt, auch die polnische Regierung wird auch den Eindruck erwecken, da geht es um die nicht gezahlten Reparationen und so weiter. Aber juristisch ist die Sache, da muss man klar und deutlich sagen, ist abgeschlossen. Politisch ist auch abgeschlossen. Könnte man überlegen, ob es moralisch vielleicht dann doch nicht. Aber über Moral dürfen wir, glaube ich, nicht reden, sondern da geht es jetzt nur darum, um jetzt der guten deutsch-polnischen Nachbarschaft zuliebe, ob es dann doch nicht unter Umständen möglich wäre, solche, sagen wir so, humanitären Gästen nach Polen zu schicken. Das war es dann. Ja. Herr Ruchniewicz, ich danke Ihnen sehr für diese Unterscheidung, klare Unterscheidung und auch für die deutliche Positionierung. Das heißt, Ihre Meinung ist, dass das, was da von Seiten von Peace-Politikern bis hin zu einer 800-Milliarden-Forderung an Reparationen eigentlich weder politisch noch rechtlich noch moralisch realistisch ist, sondern dass wir vernünftigerweise über das reden sollten, was Sie Wiedergutmachung, Entschädigung nennen. Ja, denn das geht zurück vor allem jetzt auf die jetzt Entscheidung in Potsdam. Und im Potsdamer Protokoll hat man sich dann ganz klar und deutlich jetzt geäußert, aus welchem Maße Polen die Gelder, keine Gelder in dem Sinne, sondern in Höhe von einer bestimmten Summe jetzt Sachleistungen bekommen sollte. Also das heißt aus dem sowjetischen Teil. Also das heißt, wir müssten, also um jetzt fairerweise zu sein, müssten wir unsere Forderungen eher an Russland, das heutige Russland jetzt melden und nicht jetzt an Deutschland, weil hier Deutschland nicht jetzt der Beteiligte war, sondern aus dieser Masse, aus dieser Ostmasse, die Polen auch zugesprochen worden ist im Versailler Vertrag, im Potsdamer Protokoll, sollte für Polen diese Reparationen bekommen. Und das ist der große Unterschied. Herr Hahn? Ja, ich denke, Herr Professor Bingen könnte sich in diese Frage noch mit einschalten. Ganz kurz bloß. Ich kann dem nur zustimmen, was Kollege Hohniewicz hier oder unterstreichen gesagt hat, ist die Unterscheidung zwischen Entschädigung und Wiedergutmachung auf der einen und Reparationen auf der anderen Seite. Ich nehme an, dass dieses Thema von der Peace-Regierung nicht so instrumentalisiert worden wäre, auch zur emotionalen Aufrüstung gegen Deutschland. Und das ist eben auch Teil, das muss man so offen sagen, einer antideutschen Medien- und Politik gewesen, Medienpolitik und auch politischer Politik, eben gegen Deutschland aufzubauen, das sich in diese Rechtsstaatsdiskussion nach 2015 angeblich so stark eingemischt hat, um mit dem moralischen, mit dem Zeigefinger auf Polen zu weisen und quasi dann als Entlastung dieses Thema Reparationen, das dann ja immer wieder gekommen ist. Und ich nehme an, dass die polnische Regierung immer gewusst hat, dass es keine Reparationen geben wird von deutscher Seite, weil es eben juristisch von der großen Mehrheit, der überwältigenden Mehrheit polnischer Juristen, deutscher Juristen und in der gesamten Rechtswissenschaft da klar ist, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist.
Und jeder verweist darauf, dass zum Beispiel 1953 es keine souveräne polnische Regierung gegeben hat, kann dann nur, die das gemacht hat, kann dann nur gegen Polen ausgelegt werden. Da kann man noch sagen, dann sind die Akte 1955 folgende bezüglich der Grenzregelung genauso wenig kräftig, rechtskräftig und verbindlich, weil das alles dann auch mit einer kommunistischen Regierung getan worden ist. Also das ist Teil eines auch Popanzes gewesen und zugleich dann aber auch dann ein Spielball, um die Deutschen, wenn sie schon keine Reparationen zahlen wollen, zumindest jetzt noch in der vorletzten Minute dazu bewegen, mit materiellen und symbolischen Gesten etwas zu tun, was schon einen moralischen, da möchte ich ein bisschen widersprechen, einen moralischen Aspekt hat gegenüber den noch lebenden Opfern, hat es eine moralische Bedeutung, wird eingesetzt in der Politik, aber Politik und Moral sind sehr oft miteinander problematisch, mal weniger, mal mehr problematisch miteinander verquickt worden. Und das alles hätte es nicht gegeben, wenn es von deutscher Seite, was diesen Aspekt anbetrifft, nicht der rechtlichen Verpflichtung, aber der moralischen Verpflichtung, wenn dieses Thema früher angegangen worden wäre, wenn man da darauf zugegangen wäre und jetzt nicht quasi sich einen bis zuletzt einen schlanken Fuß gemacht hat und dann jetzt die wenigen, die es überhaupt noch gibt, die man entschädigen kann, darauf hinweisen kann und das Ganze mehr oder weniger doch über Jahrzehnte eine biologische Lösung hat, überlassen hat. Dazu kommt natürlich, dass die polnischen Regierungen vor 1989 auch einen großen Teil dessen, was an Opfer gehen sollte, dann quasi für ihre Wirtschaftspolitik und in der Krisensituation in den 70er Jahren verbraten haben, ohne dass jemals ein polnischer Geschädigter davon etwas bekommen hat. Aber damit kann man jetzt nicht die deutsche Bundesregierung von heute belasten. Das ist eben auch Teil einer innerpolnischen Debatte oder einer sehr unbefriedigenden es gibt eben kein Weltgericht hier. Und man muss damit leben, dass man jetzt noch das würde ich auch unterstreichen, eine pragmatische und aber symbolisch wichtige Lösung findet. Und wir sind schon auf der Zielgeraden unserer Veranstaltung und ich will noch eine Frage aus dem Chat aufgreifen. Ein Zuschauer macht sich Gedanken, wie aus der Perspektive der EU-Staatengemeinschaft, wie man denn mit Ländern wie Polen, aber auch Ungarn umgehen soll, wo die gemeinsame Grundlage doch sehr stark in Frage gestellt wird, was Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, gemeinsame Verteilung der Lasten angeht, wo Länder wie, so jedenfalls die These des Zuschauers, Länder wie Polen, aber auch Ungarn diese Standards nicht mehr gewährleisten. Was bedeutet das? Vielleicht zunächst an Sie, Herr Professor Bingen. Ja, diese Verfahren, die Rechtsstaatsverfahren gibt es ja jetzt seit mehr als drei Jahren, fast vier Jahren, das Rechtsstaatsverfahren, vor allem gegenüber Polen, weniger gegen Ungarn noch angewendet. Da kann man auch fragen, warum ist das so? Hat der Orban das geschickter angestellt in seinen Reaktionen auf die Einwendungen aus Brüssel? Hat gezeigt, dass es hier keinen direkten Durchgreifmechanismus gibt, weil jedes Verfahren dann enden muss mit einer einstimmigen Entscheidung der anderen EU-Mitgliedstaaten. Und es gibt immer ein oder zwei, die, also wenn ein solches Verfahren dann auch sanktioniert werden soll, dann nach einem solchen Verfahren sanktioniert werden soll, der dagegen wäre. Die Frage ist, was man machen kann, wahrscheinlich das, was man macht. Das heißt, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es hier eklatante Verstöße gegen die Gewaltenteilung, eine Demontage des unabhängigen Gerichtswesens in Polen gibt, ohne dass es vollständig demontiert worden ist. Es gibt eben in Polen noch einen Rechtsstaat. Das ist alles institutionell defekt, aber es ist nicht abgeschafft. Das heißt, es gibt die Gefahren, es gibt Versuche auch der Gleichausrichtung durch den Staatsanwalt, durch den Justizminister. Einen anderen Begriff will ich jetzt hier nicht verwenden. Eine Gleichausrichtung im Interesse der Politik, der regierenden Partei
aber das ist nicht erfolgreich immer. Das heißt, es ist ein offener Prozess und mir läge eher daran, mir persönlich, dass diese Korrektur durch die nationalen Gesellschaften selbst passiert. Das heißt jetzt nicht etwas sanktioniert würde, was dann, wo dann eine nächste polnische Regierung oder irgendwann vielleicht auch mal eine ungarische Regierung dann wieder neu verhandeln müsste, weil es da also Teilverlust von Mitgliedschaftsrechten gäbe. Ein Punkt ist der, der jetzt angewendet wird, und das kann man sicher machen, wenn man auch keine großen Sanktionen macht. Das heißt, bei der Verteilung der Mittel von Fonds nach Polen hinein, das Recht über die Verwendung der Mittel dort belässt, das heißt bei den Selbstverwaltungen, und dies nicht über Warschau macht. Das heißt, dass also hier eine Kontrolle eben bei den kleineren territorialen Einheiten ist, die eben auch sehr pluralistisch sind und also hier eben noch eine Selbstständigkeit ist und vor allem ja auch an Ort und Stelle in der Region, in der Lokalität, in den Gebieten sehr viel besser erkannt wird, was wie Gelder richtig eingesetzt werden können, als dies von der Regierung in Warschau unbedingt gemacht werden kann. Und vor allem auch die juristische Kontrolle über diese Maßnahmen dann gegeben sein muss. Das heißt, dass man ansetzt, eben nicht bei der Zentrale, sondern eben die Klarheit des Weges dann Richtung Selbstverwaltung und dann auch stärker in den Vordergrund stellt, ohne eine allgemeine Sanktion gegenüber Polen walten zu lassen, was völlig unrealistisch ist. Muss man darauf hinweisen, dass eben diese Kritik aus Polen selbst auch kommt und dass es hier nicht um ein falsches Verständnis von Rechtsstaatlichkeit in Brüssel gibt, als wenn die dummen Europäer nicht wüssten, wie Rechtsstaat in Polen funktioniert hat und jetzt funktioniert. Ein großer Teil der polnischen Juristen und die meisten polnischen Juristen haben auch kein Verständnis für diese Politik, die in der Judikative seit Ende 2015 gefahren wird. Ich glaube, Herr Ruchniewicz, Sie können dieser Darstellung durchaus zustimmen. Ja, dem stimme ich auch zu und ich würde vielleicht noch hinzufügen und ein der Probleme auch heute ist, dass die Ausbildung der jungen Leute, was jetzt Europa anbetrifft und ganz zurückgefahren ist. Also das heißt, ich glaube, da wissen die Durchschnittspolen immer weniger von Europa, wie Europa funktioniert. Und das, was vielleicht am Anfang für viele selbstverständlich war, dass man so bestimmte Kriterien erfüllen muss, dass man da bestimmte Dinge auch realisieren muss, um ja in Europa als gleichberechtigter Partner zu gelten. Ich glaube, das ist im Moment nicht das Thema und ich finde das ein bisschen schade und bedauere. Aber wiederum, ich würde da einfach jetzt bei den jungen Leuten vor allem ansetzen und Sie haben sicherlich auch, und um das jetzt auf das Bild jetzt der deutsch-polnischen Grenze zurückzukommen, Sie haben auch gesehen, auch junge Gesichter dabei. Also das heißt, also auf einmal mussten die Menschen feststellen, was das bedeutet, wenn eine Grenze gezogen wird, dass es nicht möglich ist, die Arbeitsstätten zu besuchen, jetzt unkompliziert und so weiter und so fort. Also das müsste auch zum Denken geben, auch was die Vorteile und Nachteile sind. Also ich glaube, da sind wir immer noch im Fluss. Also es gibt genug Studien jetzt, wie es möglich ist, wie es zu erklären ist, dass es dann in Polen gerade in den letzten Jahren so große Probleme jetzt mit dem eigenen Staat jetzt irgendwie zustande gekommen sind und wie es zu erklären ist, dass immer noch die Regierungspartei so hohe jetzt Akzeptanz genießt jetzt bei den polnischen Bürgern. Aber ich glaube, das ist alles noch immer noch im Fluss und da stimme ich auch meinen Kollegen jetzt Sabinen zu. Da sind noch nicht jetzt alle diese Fragen des polnischen Staates in Frage gestellt worden. Also auch die Struktur, die politische Struktur ist nicht in Frage gestellt worden. Wir wählen noch den Staatspräsidenten, obwohl es immer wieder
auch im Vorfeld dieser Wahl auch Probleme gegeben hat. Also ich möchte jetzt Briefwahlen als Stichwort nur nennen, aber trotzdem finden diese Wahlen statt und es gibt einen regelrechten Wahlkampf, trotz aller Probleme und Schwierigkeiten. Deswegen, ich glaube, nach den Jahren, wo es dann doch vielleicht Polen besser ging, wo viele nicht jetzt über die Rechtsstaatlichkeit des Staates nachgedacht haben, weil sie das als etwas Selbstverständliches hingenommen haben, sehen wir, beobachten wir, dass wir uns für diesen Staat, für die Demokratie stärker einsetzen müssen. Und ich glaube, das ist auch die Folge von dieser Krisensituation, in der wir uns heute befinden. Da komme ich zu meiner abschließenden Frage. Herr Ruchniewicz und Herr Bingen, sind Sie so leichtsinnig, eine Prognose zu wagen, wie die Präsidentschaftswahl, erster Wahlgang in 9 Tagen, wie das ausgehen wird? Es gibt da irgendwelche Störungen. Also ich... Ich frage nochmal, sind Sie beide so leichtsinnig, eine Prognose zu wagen, wie die Präsidentschaftswahl ausgeht? In 9 Tagen ist der erste Wahlgang. Ja, also ich würde anders antworten. Ich würde mich freuen, wenn viele Polen zur Wahlurne, beziehungsweise wenn sie das vorhin noch nicht getan haben, dass sie dann doch jetzt einfach wählen. Also dass sie auch zeigen, dass sie für diesen Staat jetzt einstehen und auch für die Demokratie einstehen. Wie der Ausgang dann wird, das kann ich Ihnen nicht sagen im Moment. Es gibt unterschiedliche Prognosen, aber wie gesagt, für mich wäre es wichtiger und das ist immer noch, jeder Wahl dieser Art ist ein Fest der Demokratie. Also dass möglichst viele Polen, Polinnen zur Wahl gehen und damit sagen wir so jetzt ein deutliches Zeichen machen, dass sie sich für diesen Staat jetzt interessieren. Und dass sie für diesen Staat, dass dieser Staat, also was mit diesem Staat jetzt auch erfolgt, dann doch für sie von Bedeutung ist. Und ich glaube, das ist für mich wichtiger, denn die Präsidenten kommen, wie Sie wissen, und gehen. Hier bleibt der Staat. Und ich glaube, da geht es jetzt um bestimmte Strukturen, die gesund werden, damit auch diese Demokratie auch in der Praxis gelebt wird. Herr Bingen, sind Sie so leichtsinnig? Ich bin so leichtsinnig, mich relativ undeutlich zu äußern. Ich rechne damit, dass in der ersten Runde am 28. Juni das Ergebnis sehr viel enger noch aussehen wird, als bis vor 1-2 Wochen noch gedacht. Ist aber keine absolute Mehrheit für einen der Kandidaten gibt und dass in der zweiten Runde das Ergebnis auch eng sein wird. Aber so, zumindest befürchtet oder erhofft, dass die Peace von Tag zu Tag nervöser wird. Und deshalb den Präsidenten Duda nochmal 4 Tage vor der Wahl nach Washington schickt, um schöne Bilder zu produzieren. Mehr nicht. Also, wir haben vielen Grund, in 9 Tagen gespannt auf die Wahl in Polen zu schauen. Erstens, weil es spannend ist. Zweitens, weil Polen unser so wichtiger Nachbar ist und weil es ja um die Zukunft geht, wie das auch atmosphärisch weitergeht. Ich will mich bei Ihnen beiden sehr, sehr herzlich bedanken für das intensive Gespräch. Wir konnten nicht alle Fragen verhandeln, zum Beispiel das Stichwort Denkmal für die polnischen Opfer. Das ist auch ein großes Thema und Herr Bing und ich sind da ja sehr engagiert für ein solches Denkmal und ich bin auch sicher, dass es kommen wird. Der Streit gehört dazu, zu einem solchen Denkmal. Also ich glaube, Herr Bing hat begonnen mit dem großen Stichwort das Wunder der Versöhnung. Das können wir ja auch sehen und ich erlebe es an mir selber. Ich bin in Breslau geboren und ich war zu kommunistischen Zeiten gelegentlich in Polen und ich erinnere mich noch daran, wie ich eher mir auf die Zunge gebissen habe, bloß nicht erwähnen, dass Breslau meine Geburtsstadt und meine Heimatstadt ist.
Und jetzt, jedes Mal, wenn ich dorthin komme, werde ich wie ein großer Sohn dieser Stadt empfangen. Ich erlebe an meinem eigenen Leibe gewissermaßen, was sich da alles verändert hat. Und das zu erleben, das gefällt mir, dass ich dazu noch so alt geworden bin. Um das zu erleben, das gehört auch dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden sehr, sehr herzlich. Und wir sehen uns hoffentlich direkt und live gelegentlich wieder. Bleiben Sie gesund und die lieben Zuhörer und Zuschauer auch. Und wir sehen uns wieder. Und ich glaube, so hoffnungsvoll sind wir bei allen Ärgerlichkeiten. Die deutsch-polnischen Beziehungen sind so gut, dass sie auch Ärgerlichkeiten verkraften. Also herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Ja, bedanke mich auch. Ich schließe mich dem Dank von Dr. Thierse an Sie, Herr Professor Ruchniewicz, und Sie, Herr Professor Bingen, sehr gerne an. Und danke Ihnen, lieber Herr Dr. Thierse, für die Moderation. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie waren heute zu Gast in der Online-Sommertagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.